Herzlich willkommen hier bei den Neon Green Monkeys auf dem Kanal. Heute. Oh, musst du so schreien, ey, mein Arm ist nur. Entschuldigung, heute mal im Livestream. Natürlich mit am Start, wie ihr es gerade schon gehört habt, der gute alte Papillon. Moin, moin. Ja, wie gesagt, wir sind heute im Livestream unterwegs. Last Tide, wir wollen euch ein paar Stündchen mal mit euch das Ganze hier durchziehen. Wenn ihr Bock habt, schreibt ruhig im Chat rein, kommuniziert mit uns. Wir werden natürlich, wenn wir nicht gerade mitten in einem spannenden Gefecht sind, schnellstmöglich antworten. Versuchen zu antworten. Und ich würde einfach sagen, wir starten gleich mal durch. Erzähl doch nochmal einen kleinen Witz zum Start, um die letzten Einstellungen vorzunehmen hier für mich. Ich habe keine Witze auf Lager, das ist ja das Schlimmste. Oder kennt ihr schon den Witz mit einem Angler? Komm. Hat er ja schon so früh am Tage, ne? Ach, komm, hau raus. Da sitzt der Angler an so einem Fluss, ne? Auf der rechten Seite kommt so ein Spaziergänger vorbei. Sieht er den Angler zu und der holt einen Fisch nach dem anderen raus, da auf der rechten Seite. Da sagt er, Mensch, hier muss es ja vom Fischen, die tummeln sich ja nur hier. Morgen gehe ich da mal hin an diese Stelle und hol mir auch mal ein paar Fische raus, die ich denn schön anbraten kann, die ich denn zum Essen habe. Ja, gemacht, getan, der neue Tag beginnt. Sieht er den Angler auf der anderen Seite am linken Ufer sitzen. Er geht ans rechte Ufer. Am rechten Ufer, da tut sich nichts und tut sich nichts. Er wirft vergebens verschiedene Köder aus und er fängt einfach keinen Fisch. Aber drüben, der Angler, der am vorherigen Tag auf der rechten Seite gesessen hat, der fängt jetzt am linken Ufer die Fische bekloppter. Da denkt er, Mensch, irgendwas muss der haben. Ach, weißt du was, da frage ich den mal nachher. Denn als er sich auf den Weg machen will, geht er dann mal rüber zum Angler und sagt, Mensch, wie machst du das eigentlich hier? Gestern da auf der rechten Seite so viele Fische gefangen. Heute sitzt die hier auch an der linken Uferseite des Flusses und fängst so viele Fische. Wie machst du das eigentlich? Sagt der Angler, ganz einfach. Du musst morgens gucken, wie er liegt, ne, wenn du aufwachst. Gestern lag er rechts, deswegen bin ich ans rechte Ufer gegangen und habe so viele Fische gefangen. Heute lag er links, deswegen bin ich ans linke Ufer gegangen, habe so viele Fische gefangen. Ja, der Fußgänger, also sprich, der jetzt angeln wollte, überlegt, ja, wenn das bei denen klappt oder so. Da sagt er, Mensch, was machst du denn eigentlich, wenn der morgen steht? Sagt der Angler zum Fußgänger da, der sein Glück versuchen wollte beim Angeln. Wenn er steht, denkst du, dann fahre ich zum Angeln? Herrlich. Ja, und wir wollen jetzt große Fische angeln, ne? Wir wollen jetzt große Fische angeln. Ich bin schon mal im Spiel suchen gegangen, ja. Schön, dass du das sagst, dass ich das auch noch mache. Komme ich jetzt hier auf irgendeinen anderen Server? Nein, das passt schon. Gibt wahrscheinlich keine Server heute. Heute gibt's keine. Aber ich habe was ganz Interessantes gehört, ne? Was denn? Soll ich mal raushauen? Hau mal raus. Aber komm ins Spiel nebenbei. Ja, Weißer Hai, erster mit 15? Ja, genau. Gut, dann sind wir... Wo wollen wir uns rausschießen jetzt? Ja, komm her. In den Graben? Ja, in den Graben! Geh ins Unglück? So weit hoch? Ja, können wir gucken. Ah, shit. Oh, nicht, nein, ja, ich bin hier, war wieder klar, ich bin hier bei der Bohrstation direkt und faile auch mal. Nein, ich bin vorbeigefailt. Nee, aber willst du mal die wichtige Info hören? Ja, hau raus, wir haben 50 Minuten, komm her, wir können das goldene Loot holen. Ja, hau raus. Ich habe gehört, dass uns heute Floki vom Floki LP zuschaut und mal gucken will, was wir hier Schönes machen. Echt? Wenn das so ist, dann natürlich herzliche Grüße an den Flock hier an dieser Stelle. Ja. So, wo bist du denn jetzt? Haie, hier sind Haie, alles Haie. Ja, ich sehe einen. Jetzt schiebt man nicht so die Panik. Ich bin hier bei dem, Das wird eine Fail-Runde. Bei dem Dings hier, bei dem, am Ende der Brücke quasi, ne? Am Ende der beiden Türme, den rechten davon, wenn du drauf zu. Ne, den linken. Komm, mich greifen schon hier die Kobolder ja an. Weiß nicht, was. Ich sehe auch schon deine Kapsel. Ich hab die Drehung irgendwie
mit der Kapsel verpennt und nicht richtig hingekriegt, ach so, mit dem Zeichen gekommen. Ja, oder wir können ja erstmal zur Rohrstadt oder keine Ahnung. Ja, lass mal zur Rohrstadt. Da bist du ja. Oh, hier ist ein Hai. Ach, da bin ich. Das ist kein Hai, das bin ich. Hai kommt jetzt wieder auf mich zu, ey. Dann, ja, schwimm mal voran. So, wie ich gerade sehe, hat der Flucki geschrieben. Ja, schöne Grüße an den Meister. Ja, wünsche uns viel Spaß. Wir sollen Gas geben. Das machen wir doch glatt. Ja, danke an dieser Stelle. Dass er nicht da dabei ist. Ne? Ja, kann natürlich auch gerne mal. Mach mal nächstes Mal, kommt da mal einfach da mal mit. Da ist der Graben. Ich schwimme schon hier völlig verkehrt. So. Ja, ich hoffe, dass der Flug länger dabei bleibt, um sich mal ein paar Anregungen zu holen. So sieht's aus. Und auch schöne Grüße an Calvin Schmidt. Er ist auch dabei und guckt uns zu. Herzlich willkommen hier im Livestream. Ja, hallo Calvin. So, ich habe hier schon mal Luft. Das hört sich gut an. Kann ich eine Party feiern? Kann ich auch. Ja, du machst das aber mit deiner vollen Gesundheit, ich nur noch mit der Hälfte. Weil ich schon abgelost habe. Sind wir noch richtig? Ja, ne? Ja, das sind wir. Gut. Was mich ja schon wieder beunruhigt, dass manche schon wieder blaue Waffen haben. Ja, wobei, wenn wir gleich in der Rohrstadt sind, haben wir auch blaue Waffen. Also, so und Dingens ist es jetzt auch nicht. Na gut, ich habe noch gar nicht geguckt. Megalodon ist beim Überlauf. Okay, dann ist ja erstmal. Wo ist denn hier unser Freund Steve? Beim Schlund, auch da oben wieder. Okay. Und die Soundbugs sind immer noch nicht bei mir gefixt. Nee, es gab ja auch länger. Aber eben, das waren. Beim zweiten Mal war es richtige Schüsse, ja. Aber es gab ja auch länger noch kein Update. Ich hoffe, da kommt ja nochmal was. Da oben kommt schon der erste Marco. Ja, ich sehe es. Ich tauche mal ein bisschen tiefer. Weil sonst bin ich schon des Todes. Ja, ohne Waffen ist immer noch ein bisschen schwierig, das Ganze. Da vorne ist das Rohr zur Rohrstadt. Ja, ich sehe schon das erste Gebäude rechts oben. Ja, und dann können wir uns ja mal zur großen Bohrinsel machen. La Magdalena. Die große Bohrinsel da. Sehr geil. Und hinter uns geht schon wieder der. Schon wieder los. Erstmal rein hier in die gute Bude. Rein in die Olga. Rein in die Olga. Ja. Darfst du aber nicht in Russland sagen. Ja. Dann wirst du eingesperrt. So, ich habe immer eine Pistole jetzt. Das ist schon mal was. Nein. Sollte jetzt kein niemanden beleidigen oder so. Kein Vorurteil gegen Russen. Dass sie alle Olga heißen, ne? Auch die Menschen. Du reißt dich immer weiter ran, weißt du? Statt es einfach gut sein zu lassen. Nein. Immer noch einen draufsetzen. Immer noch einen draufsetzen. So, ich habe einen Helm, ich habe eine Pistole, ich habe Medikits. Ja, ich habe eine Pistole mit Stahlfeilen. Ich auch. Immer. Taktischer Griff habe ich schon mal. Medigas. Hört schon wieder irgendwas plätschern hinter mir. Das wird ein Hai sein. Ich habe noch mal Luft für uns beiden. Das klingt gut, dann Luft habe ich noch gar nicht. Aber immerhin habe ich eine Weste. Und Schätze sammle ich ein, wie sonst was. Ach, der feine Herr, günstig Schätze, schön. Und noch mal Luft. Drei Luftdinger. Drei Luftampullen. Ach, da bist du, ne? Richtig. Ich schwimm mal rüber in die. Ach stimmt, Mensch, der Calvin hat mich gerade dran, dass ich auch eine Revanche gegen dich offen habe. Oha, nein. Doch. Was für eine Revanche? Naja, wie du mich eigentlich von hinterrücks abgeschossen hast, weiß ich nicht, wie lang die Revanche wäre. Das war ein fairer Messerkampf. Naja, der Messerkampf, um den geht's ja auch gar nicht, um die anderen 38.000 Mal, die du mich hinterrücks... Wie machen wir das denn jetzt? Bum, 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 bum. Och, Mensch, da bin ich aber schon tot. Ja... Es hat ja auch ein bisschen mit unserer Vergangenheit zu tun, ne? Sprich, der Smitty, das war mal ein Hardcore-Counter-Strike-Spieler damals. Und deswegen bin ich da eigentlich chancenlos. Im direkten Kampf, glaube ich. Ja und? Was heißt der Hardcore-Counter-Strike-Gamer? Ja,
über die halbe Map hier Headshots verteilen oder so. Ah, ja, damals hatte ich auch noch, da ging das noch, da war es immer ganz lustig. Damals hatte ich. Hat's noch Reflexe, da hatte ich noch Reflexe. Nein, damals hatte ich kaum, nicht so viele Spiele und ganz viel Zeit. Heute habe ich dafür ganz viel Spiele und keine Zeit. So ändert sich das Ganze. Wo bist du denn eigentlich schon wieder? Jetzt haben wir uns schon wieder verloren. Ich bin drüben die Ruine. Super, drüben die Ruine, sagt er. Und arbeite mich langsam hoch. Weißt du, drüben die Ruine, ne? Wenn du guckst aus dem Fenster, alles voller Ruinen, aber er ist drüben in der Ruine. Na klar. Warst du das? Nein. Okay. Das heißt, du hast aber auch gehört, das heißt, du bist. Ich höre dich aber. Ah, ja, ich schwimme jetzt hier. Da. Ich bin vor dir in dem Fenster hier. Ja, da guckt er durch, da. Gut. Hier ist eine MP irgendwo Ja, gewesen. normale MP habe ich jetzt auch schon, danke. Ach so. Täschchen habe ich auch. Aber hier sind noch Stahlpfeile. Flösschen habe ich auch. Brauchst du ein Magazin für deine MP? Ich habe ein Magazin übrig. Wenn du schon Schnelllademagazin. So sagst, fragst, sage ich nicht Und nein. zwei Druckluftflaschen willst du Die gleich würde haben? ich glatt nehmen, ja. Kontaktwaffe, Pistole, Tasche hast du wahrscheinlich auch Die schon. habe ich mal hier abgelegt. Wo ist denn hier? Bei mir, wo ich durchgeguckt Das, habe. wenn ich mir das jetzt gemerkt hätte. Da, hier. Hinter dir. Ach, da Da. guckt er schon wieder durchs Fenster. Hervorragend. Danke dir. Hier liegt es. Sehr gerne. War ich mal ins Inventar. Ich schwimme eine Treppe höher, ne? Mach das. Erstmal das Visier auf die MP drauf. Ein bisschen übertrieben, aber. Und hole auch gleich mal einen Pott Token. Aber Oh, jemand hat den Megalodon wollen wir angegriffen. weiter? Wir brauchen bessere Waffen. Ja, La Magellana markieren. Hast du Kompass? Vorsicht, draußen ist hier mal wieder High-Alarm angesagt. Da habe ich Ich auch. markiert. Richtung Norden, ne? Wollen wir hier hinten Oder läufst raus? du hinten raus? Hast du erstmal genug, ja, ne? Oh, hier ist ein Sturmgewehr für dich, Amphibiengewehr. Sag ich da nicht nein. Warte kurz, ich muss kurz meinen taktischen Griff aufsetzen. Das Magazin und das Schnelllademagazin. Hier ist noch ein Schnelllademagazin. Noch eins. Ist noch eins hier in der Ecke. Und das Wenn haben du es nicht willst. willst. Nö, ich habe keine Waffe dafür. Nehme ich es erstmal mit. Gucken, wo ich es drauf. Ich habe nur zwei Pflasterkits und vier Medigas, also bin ich jetzt noch nicht. Ja, ich habe genug. Wenn du kommst. Naja, bin hinter dir. So. Oh, hier unten ist alles voller Loot, sehe ich gerade links. Ja, richtig geil, diese Tempelanlagen hier, ne? Ja, blinkt überall voller Loot. Blinky blink. Kompass hast du ja, ne? Ja, habe ich. Ja, diesmal sind wir ganz schön inkognito erstmal unterwegs, wa? Haben noch niemanden angeprickt, uns hat noch niemand Ja, ich gesehen. wollte sagen, wir haben auch noch niemanden gesehen. Außer den Hai vorhin da. So. Ach, jetzt sehe ich gerade, auf dieses Giro-Gewehr hätte ich doch ein Magazin draufsetzen können. Egal, Ich kriegen wir habe ja noch ja. eins im Notfall, gebe ich dir. Nee, nimm erstmal für deine Waffen. Oh, Schüsse hinter uns. Oh, ganz nah hinter uns. Ja. Und auch ein Hallo an Blub. Herzlich willkommen hier im Stream. Blub, blub, wollen wir diesmal nicht machen hier. Diesmal wollen wir auch ein bisschen Sauerstoff nehmen. Wir sind schon mal gefailt dadurch, dass wir wirklich abgeblubbert sind. Richtig. Und der Kelvin fragt gerade, wie das ist mit unseren Streams in Zukunft. Das kann ich noch nicht so genau sagen. Also ich würde es schon gern, natürlich wenn, meistens am Wochenende machen. Aber wir müssen gucken, wie wir es zeitlich auch immer hinkriegen. Ist hier Wir sind beide genau. berufstätig, voll Und dass ich dann eingespannt. meistens auch nachmittags abends arbeiten muss, am Wochenende. Deswegen klappt es nicht immer, aber sofern wir Zeit haben, versuchen wir natürlich dann mal häufig dann freitags, samstags in der Regel, denke ich mal, abends mal einen Stream zu machen, so wie es halt passt. Regelmäßig leider noch nicht, aber ich denke mal so zum Wochenende. Müssen wir hoch, ne? Ja. Wo bist du hin? Ich habe dich verloren. Hier an der Kante bin ich hinter dir umdrehen, dreh dich einmal und hoch.
Nö, hast du gesehen? es ist so stockenduster, ich sehe nichts. Ach, da, jetzt hab ich dich. Vor uns ist irgendjemand am Ausrasten. Aber wir scheinen hier nicht weiterzukommen. Hier ist ein Berg. Dann müssen wir rechts rum hier oder links. Dann machen wir uns mal auf dieser Seite rum, ne? Vorsicht, oh. Hi. Soll ich anpricken? Ja, ein Tigerhai. Das ist schon der Tigerhai. Es ist aber so dunkel, ne? Vielleicht eine kleine Information zum Tigerhai. Ist auch noch eine kleine Fischkunde. Machen wir jetzt hier Sendung der Maus. Und der Schlumpf ist hier auch dabei. Der Tiger. Muss ich kurz sagen. Der Tigerhai ist einer von drei wirklichen Menschenfressern, ne? Neben dem Weißen und dem Bullenhai. Die können also wirklich den Menschen gefährlich werden. Oh, hier ist noch einer, der auf dich zukommt, auf uns. Links durch noch einen. Unter uns. Da kommt er auch schon. Aber er hat sich eher dich geschnappt. Ja. Oh, jetzt hat mich auch einer. Verdammt. Weil ich so lecker bin. Ich muss mich wiederbeleben. Oh Gott, ich hab erstmal, jetzt sehe ich auch wieder was. Bist du an der Pipeline? Ja, ich bin über dir. Nee, ich bin über dir. Nee, da. Da ist einer. Oh ja. Ah. Oh, der hat mich. Ich hab ihn. Ja, hast selbstverständlich. Du? Ich muss mich wieder. Wiederbeleben. Wieder. Ich brauche aber Stahlpfeile. Hab ich... Und hinter uns ist auch ein Todesrucksack, wie ich sehe. Oh ja, ich höre Schüsse, die ziemlich nah. Bist du das? Nee. Das ist ziemlich nah. Aber ich sehe auch nichts und niemanden. Loote du den Rucksack, ich pass auf. Die Rückendeckung so halbwegs. Oh, der hat eine UMP. Brauchst du, willst du die haben? Nimm du erstmal. Alles klar, hab ich. Ich hab erstmal Luft genommen. Da. Ich nehme auch mal schnell Luft. Ja. Hier vor uns ein Taucher. Da ist rechts noch. Achso, ne, der schießt auf den Hai. Ja, außer Gefecht. Hol ihn dir. Ich gönn dir den Kill. Ja, wahrscheinlich komme ich mit der Pistole gar nicht so schnell hinterher. Naja, ich habe ihn im Visier. Hier. Jetzt hast du ihn doch. Ja, dann hole ich mir mal seinen. Oh. Oh, wir von unten werden wir beschossen. Ich jedenfalls bin gleich. Oh ja. Dort bin ich. Mist, der hat mich aus dem Gefecht gesetzt. Ja. Nein. Par excellence. Haben wir nicht aufgepasst. Ja, bist auch wieder im Boot? Ich bin auch wieder im Boot. Diesmal ging's, das war zu viel auf einmal. Hi, Taucher. Angeknackste Gesundheit. Aber den habe ich aber auch nicht gesehen da. Nee, ich hab, du hast nur durch dich. Oh, und schon goldene Waffen. Ja, SKT hat schon goldene Waffen. Ja, wir sind wieder hier vorne. Wir sind von? Unten im R-Bereich. Ah, da wo wir eben gerade waren, ja. Wollen wir da wieder raus oder? Ja gut, die ganze Zeit rumfahren. Morgbogen. Ja, lass das mal zum Morgbogen. Die ganze Zeit rumfahren wäre ja auch Schwachsinn. Wir müssen uns ein bisschen Fahrwaffen haben. Ja, live. Ja, passiert, ne? Alles gut. Ich meine, so oft wie wir meistens Erster werden. Und jetzt wollen wir gleich rechts raus? Ja, los. Das bin ich. Du das? Der sich raus. Gut. Wollte schon sagen, ey, da kommt noch einer mit. Und diesmal krieg ich aber die Kurve. Ich auch. Ich auch. Diesmal krieg ich aber die Kurve, ich auch. Merkst du, dass das nicht. Diesmal krieg ich auch die Kurve. Oh, ich bin ja schon da. Und wenn ich einen Taucher sehe, ey, dann knall ich den voll weg, ey. Ich bin. Hab mich schon. Okay. Ich bin ein bisschen weiter da. Ja, hier ist dann meistens immer viel los, wenn Leute hier reinkommen. Mal gucken. Ja, hier ist immer so die Killzone der Noobs. Der Starter. Oder der Neulinge. Nennen sie doch nicht Noobs, wenn sie noch keine Starter. Ahnung haben, wie das hier läuft. Wir waren am Anfang nicht viel besser dran. Ja, wir waren auch richtige Noobs. Mach ich ja nicht. So, ich habe immerhin schon so oft, wie wir vier Medikits habe ich jetzt schon mal in der Tasche, aber keine Waffe. Das Wichtige zuerst. Ich bin
Etage unter dir. Da muss ich wohl auch hin, weil hier oben gibt's nichts mehr. Alter, er hat schon wieder, hat noch einer goldene Waffen. Wir müssen aufrüsten. Oder wir müssen so einmal holen. Ja, ich höre dich. Ich hoffe, dass du das jedenfalls bist. Ich hab Luft. Ich auch. Aber ich wollte ja Luft nehmen, aber dann kam der Hai und dann kam der Spieler und das ist natürlich wieder. Ja, dann alles gleichzeitig ist dann doch ein bisschen. Ja, ich habe jetzt mal die Tür hier zugemacht. Ich bin das. Achso. Ich musste mal ein Hai oder Gefecht. Sich gut an. Ah ja, der ist ja hier drinne. Ne, der steckt hier. Ich bin ein unter dir. So, ich gehe noch ein tiefer. So. Ich hab wieder einen höher. Da gibt's ja keine Waffen. Ich höre schon Schüsse. Nur die MP. Ja, ich wäre ja froh, wenn ich mal überhaupt was hätte. Jetzt habe ich eine Packung Stahlpfeile. Super, dann kann ich mir auch nichts von kaufen. Hier ist eine Pistole, wo ich bin. Aber das hilft dir nicht. Nee, aber hier ist nochmal ein Raum voller Loot. Vielleicht kriege ich hier mal was. Hier kriege ich schon mal eine Weste, das ist schon mal gut. Eine Pistole habe ich jetzt auch. MP habe ich auch. Antriebsköpfe will ich gar nicht, aber habe ich sie mitgenommen. Stahl, ich habe einfach mal E gedrückt, gespammt hier. Komm her. Ich habe noch ein zweites Mal Luft. Ich habe auch zweimal Luft. Aber ich danke dir für das Angebot. Du weißt ja nicht, was das kostet. Ich hoffe ja. Oh, hier plätschert ordentlich was. Antriebsköpfe schmeißen wir wieder raus, alle. Die brauche ich nicht. So. So, wollen wir immer noch zum La Magellana und den Querfeld ein. Ich möchte gerne mal alles Loot am liebsten wieder haben. Du willst dein Gewehr haben? Ja, Gewehr. Richtig, würde ich gerne wieder haben wollen. Aber ja, kann ich alles haben. Müssen wir uns was Neues holen. Ich weiß gar nicht, ich habe mir nicht gemerkt, wie der Typ hieß. Eigentlich müsste auf den jetzt Jagd machen. ja, wo bist du denn? Lass uns mal treffen und dann mal hin. Ich bin am nördlichen Ausgang. Das bringt mir nichts, weil ich habe keinen Kompass. Da, wo die Schüsse herkommen. Sonst findest du auch an jeder Ecke einen Kompass. Natürlich, jetzt, wenn du einen brauchst, gibt's natürlich keinen. Ich hab einen. Jo. Stahlfalle nochmal. Oh, hier ist nochmal Luft. Oh, hier gibt's natürlich wieder ohne Ende Luft. Hier ist einer mit der Pistole unterwegs. Da hinten. Da, ach, da hinten. Das, du hast nach unten geschossen, nehme ich an. Auf den Hai. Bist du das? Ich bin unter dir. Wenn du der bist, der auf den Hai, der auf den Hai geschossen hat. Ja, dann hat der Hai den im Maul gehabt. Ah! Das bin ich, ne? Ist gut. Ja, danke. Ne, der Hai hat da vorhin einen weggeholt. Das ist der Leichensack, aber der hat sicherlich nur eine Pistole dabei. Ja, wahrscheinlich dabei. Wie alle in der Gegend. Also, ja, lass uns hier nochmal in die Butze gucken. Wenn wir schon mal hier sind. Bin über dir. Super, hat sich richtig gelohnt hier. Ja, über dir ist schon. Erzähl doch nicht. Ist ehrlich? Doch. Ja, Medipacks auf jeden Fall. Ködergranaten. Wie Stahlpfeile hast du? Jetzt konnte ich gar nicht meine Ausführung zum Zieler heilen. Achso, ja, wurden wir ja leicht überrascht bei dem ganzen Kram. Wie gesagt, einer von drei Menschenfressern oder. Der den Menschen wirklich gefährlich werden kann, neben dem Bullenhai und dem Weißen Hai. Und auch mehr nachts aktiv. Einzelgänger auf jeden Fall der Hai. Wie alle anderen Haie eigentlich auch. So, wollen wir denn weiter? Ja, hier plätschert auch nicht was vor der Tür. Ein Kobold. Nicht nur einer, das hört sich an wie 3 Trillionen. Wir dürfen nicht so viel rumballern, oder hast du genug Munition? Ich hab natürlich, der Feind. Ja, dann mach du mal. So, wo wollen wir hin? Also, wollten wir hin? Achso.
Ja, es ist ja noch markiert, sehe ich gerade vom letzten Mal, genau. So. Genau, und dann holen wir uns. Der, ich sag's dir mal kurz, du liest es ja nicht nebenbei, der Calvin hat geschrieben. Er hat da Projektvorschläge für uns. Dann, genau, würde ich auch sagen, hau mal raus. Vielleicht ist da was bei, wo wir sagen würden, yo, also hau raus. So ein paar stehen ja auch dem, ja, prick ruhig hier alle an in der Gegend. Ich wollte auch nicht gerade sagen, dass noch ein paar anstehen demnächst auf jeden Fall. Also zum einen kommt ein neues DLC von Two Point Hospital, wo es weitergeht. Dann Anno kommt demnächst noch raus, das 1800. Dann eventuell Battlefield 5 im Battle Royale Modus. Eventuell, wenn das dann so, wie es kommen soll, Ende März rauskommt. So, weiter geht's. Jetzt habe ich nur noch 70 Schuss, ja. Jetzt muss ich aufhören mit dem Scheiß. Ja, und von mir werdet da wahrscheinlich wieder, da ist es ein Klassiker, ich weiß es nicht, mal ein anderes Spiel. Ist es ein Klassiker, ich weiß es nicht, mal ein anderes Spiel. Was denn? Sag doch mal. Eventuell. Geht in die Richtung Klick. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Behaupten. Ja, Dead by Daylight hat er gerade vorgeschlagen als Stream. Das könnten wir natürlich auch mal machen. Haben wir lange nicht mehr gespielt. Ist auch eine neue Killerin am Start, hat auch dazu noch geschrieben. Stimmt, da waren wir auch länger nicht mehr drin. Da könnten wir auch mal einen Stream zu machen. Das stimmt wohl. Da vorne oh, Spieler. Auch. Oha, ich muss mich wieder beleben. Hab ihn außer Gefecht gesetzt. Den Messer ich, ey. Dann gönn dir, ja. Das ist jetzt ich halte ihn im Schacht nicht, dass er sich wiederbelebt. Und lass mir die Stahlfalle, wenn du so viele hast, bitte. Ja, du. Ja. Danke, ich hab nur noch 35 jetzt. Dass die das auch immer auf mich abgesehen haben. Ich glaube, vielleicht hast du so einen roten Pfeil über dir. Vielleicht sehen wir den nur nicht. Ja, ich auch nicht. Warte, sagen. Ja, GTA 5 wollen wir eventuell auch mal einen Livestream machen, ne? Ja, aber bei GTA 5 wahrscheinlich denn auch mit unseren guten alten Freunden. Richtig, richtig. Start. Unter anderem, genau, vielleicht. Und dann noch jemanden dazu. Aber das auch nochmal demnächst eventuell, genau. Das wird dann wahrscheinlich so eine Spaß. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, nimm ruhig, ich hab oben Luft genommen. Egal. Oh, ein Unterwassersturmgewehr. Finde ich auch. Gut an. Ist das ein blau oder ist das normal? Naja, es ist ein weißes, aber besser als die MP. So. Ja, dann können wir mal. Jo, würde ich sagen, weiter geht's hier nördlich. Weiter im Takt. Können wir hier durchnehmen, ne? Pass ich nicht durch. Muss ich wieder die Butter holen. Und du musst es schieben von hinten. Oh. Ich sehe Schüsse hinter uns. Wo war er da hin? Na gut. Am Berg. Dann du links rum, ich nehme rechts rum. Oder umgedreht, wie du willst. Na gut, ich mach den Köder. Okay. Ich mach hier links. Hier ist er. Oh, Alter, warum treffen die so gut? Alter, das habe ich gesehen. Alter, der ist ja voll vor mir gespawnt. Das geht gar nicht, ey. Ein Geisterhai. Hast du mir den Kill geklaut? Wo hast du mir den Kill geklaut? Ja, wenn der Ghost Shark schon vor mir kommt. Oh, oh. Oh, hi. Ah, ich seh's nur. Ich hätte alles gut. Nicht. Ich wollte mir noch die Pfeile hier einverleiben. Da. Alter, der ist direkt vor dir gespawnt. Zack, mit einmal war er da. Ihr habt's alle gesehen. So, wo bist du denn jetzt? Ach, da bist du. Okay. Ich muss mir mal ein bisschen, ja, ich muss ein bisschen schnüffeln am Gas. So. Ja, muss ich so. Eben auch machen. Stell mal vor, der Megalodon spawnt so vor einem. Boah, das wäre mies. Jo. Hier unten sind Patronen. Ich komme hinter dir.
Geh du da rechts hin, ich mach das hier links. Er hat gerade noch vorgeschlagen, Last Year, sagt dir das was? Das ist so ähnlich wie Dead by Daylight. Okay. Mir sagt jetzt Last mal gar nichts, da muss ich nachher gleich erstmal gucken. Nee, hört sich so an wie so ein Slasher-Horror, so. Ich weiß, was du letztes Jahr getan hast. Und Freitag der 13. hat er noch vorgeschlagen. Ja. Das stimmt, das haben wir noch gar nicht, ja, ne? Ja, das ist auch traurig, sehr traurig eigentlich, ne? Weil das Dead by Daylight Merchandise hat ja Leatherface, Fred Krueger, den Michael Myers. Schade, so. Finden wir persönlich, oder ich persönlich auch schade, dass Jason Voorhees. Ja, das stimmt. Das Freitag der 13. ein eigenes Game. Richtig, das fände ich cool, wenn sie das nochmal vereinen könnten. Ja, das wäre, aber ich glaube, da fehlen ihnen die Rechte bestimmt dran oder so. Ja, Jigsaw haben sie ja auch. Vorsicht, ne? Guy. Ja, den komm, wegmachen, ja. Ja, okay. Ah, geht doch. Ja, nehmen wir auf jeden Fall auf. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie wir es zeitlich richtig schaffen. Richtig. Vielleicht habe ich sogar noch vor, ein bisschen die Technik bei mir umzustellen. Richtig, ne? Auf Super Nintendo. Genau, dass ich ein paar SNES-Games anzocken kann für euch. Achso, okay. Oh, habe ich dich getroffen? Okay, sorry. Das war keine Absicht. Da war da. Ein Bein. Sehe noch, du warst da noch alle. Sonst kriegst du ein Holzbein. Nee, wie gesagt, Technik wollen wir ein bisschen umswitchen. Und dann wollte ich mich auch noch mal ein paar SNES-Games halten, beziehungsweise die mal für euch aufnehmen. Weil das ist so meine Jugend mehr oder minder gewesen. Und dann. Damit bin ich groß geworden. Vielleicht auch mal eins zusammen, ne? Mario Kart oder so. Genau. Und dann wollen wir vielleicht noch ein paar andere Sachen machen, außer Let's Plays natürlich. Also wie gesagt, wir haben hier Spaß. Genau. Versuchen uns stetig zu. Genau. Vielleicht auch mit ein paar anderen Sachen nebenbei nochmal und all so ein Zeug, aber seid dann mal gespannt, was da noch kommt. Ja, ein Let's Cook. Nee, du wolltest unbedingt kochen. Dann kannst du das auch tun. Ich werde das unterstützen. Ich film das Ganze, aber du kochst. Das ist dir klar. Kriegen wir gut. Warum bist du eigentlich schon wieder Nummer 2? Dann haben wir doch schon wieder alle hier hinter uns her wegen dir jetzt. Oh. Ja, meinst du, wir haben dich hauptsächlich. Nicht uns, dich. Da links. Leute, da ein Spieler oder ist das irgendwie so ein Käfig? Da ist eine Port-Token-Station. Oh, ja, hast du zwei? Warte mal. Ich hab gar keinen. ich glaube, wir schießen uns da nicht hin. Bevor ich gestorben war, hatte ich einen. Das ist ja wieder was hier. Ja, Luftschüsse da hinten. Schnell Feuergewehrschüsse. Ja. Luftschüsse. Ich will der Luft daran denken, müssen wir gleich nehmen. Ich hatte ja schon genommen. Naja. Ja, ich dachte, du hast am Medigas geschnüffelt statt an der Luft. Oh, beides. Ist das haben wir es etwa geschafft? Sind wir hier bei der Station? Ja, wir sind hier beim großen. Oh, ich bin ja begeistert. Und ich würde sagen, lass mal in die untere Ebene irgendwie da rein. Irgendwie zusammen. Ja, ich schwimme hier außen erstmal durch, bevor ich reingehe. Hier ist eine Harpune für dich, wenn du möchtest. Die große. Ja, bitte. Gyro-Gewehr, wenn du möchtest. Nee, die Harpune ist schon gut. Wird so gleich geladen. Ja, lass mir das rein, bevor ich jetzt hier mit den Waffen umhantiere und umbaue. Die Tür ist schon offen. Hier gab's auch keine Tür. Drin. Lass uns mal hier die nächste Tür rechts nehmen. Hier geradeaus erstmal. Obwohl, lass das erstmal außen. Und dann lassen wir rein. Enterhaken? Willst du Enterhaken? Blasendämpfer? Nee. Kann ich nicht draufsetzen. Ja, ich hab ja schon einen, deswegen hab ich dich gefragt.
Hier Amphibiengewehr. In Blau. Das nehme ich. Oh, ich habe 5 Druckluftflaschen. Da muss ich mal ein bisschen Luft nehmen. Wenn wir nochmal ein Sturmgewehr oder so finden, würde ich gerne anderes nehmen, weil meins ist ja nicht blau, ne? Wir ballern die wie bekloppt. Lass mal hier rüber. Aber wir sind in der Mitte der Karte, ne? Was denkst du denn? Oh, ich nehme mir jetzt die Weste. Ja. Dafür nehme ich mir die... Eine Harpune in Blau hatte ich nicht. Ich kann es ja nicht sagen, gemacht. Was es war. Nee, meine war nur weiß. Das nächste Sturmgewehr hätte ich dann gern übrigens in... Oh, hier ist schon eins, danke. Nehme ich auch. Ja, nehm. Schade. Da hinten gehen. Hier dieses Visier. Holographisches habe ich mir gerade genommen. Warte, ich werde jetzt nochmal eine Waffe umstellen hier. Taktisches Lager, Schnelllademagazin, Blasendämpfer und natürlich holographisches Visier. Dann ist das Gewehr da schon mal ein bisschen aufgerüstet. Sehr gut. Das wäre nochmal so göttlich, eher so eine Harpune Gold, dieser eine Chinese oder Japaner. Ich nehme mal nämlich die Harpune mit. Ne, wenn du eine hast, dann können wir mit der Munition nicht sonst bedrängen. Das, wenn wir beide immer dasselbe sammeln, wird es ein bisschen eng. So, woran lang bist du jetzt? Lass mal, hier bin ich. Da, okay. Hier. Lass mal hier vorne. Also, nee, hier, komm mal her. Ich nehme mir mal das Gyro-Gewehr fürs Erste mit. Ja. Lass mal hier hinten. Was, du hast den geladen, ne? Wollen wir hier rein looten? Okay. Hier liegt auf jeden Fall ein mittlerer Sack. Hab ich schon, danke. Und ein Unterwasserschwamm. Willst du nehmen? Blau. Ich hab eins im Blau. Ich hab auch eins. Du hast das Amphibiengewehr, ne? Amphibiengewehr. Dann lass noch mal einen weiter hier. Es ist doch schon wieder so dunkel hier. Ja. UMP in Blau. Nee, UMP würde ich mir mal. UMP würde ich mir mal statt dem Gyro-Gewehr einstecken, glaube ich. Mittlere. Ja, hast du eine mittlere Tasche? Hast du schon? Okay. Ja, hab ich. Wollen wir hier unten nochmal lang? Hier geradeaus? Oben plätschern so. Mini-Raketen kann ich jetzt hier lassen. So gut, wo bist du jetzt? Hier sind auf jeden Fall Stahlpfeile. Ich bin gerade ins Licht geschwommen hier. Ins Licht? Ins Licht. Hier ist noch Harpunen. Ich sehe das Licht. Hier sind Magazine. Oh ja, hier ist auch eine blaue Harpune. Nee, ist das eine blaue Harpune? Ja, ist eine blaue Harpune. Jetzt mal langsam die Magazine auf meine Waffe setzen. Taschenlampe. Und mal Luft nochmal nehmen. Das geht noch. Aber habe ich hier nicht. Achso, ich habe die UMP gerade. Ich denke, hä, warum habe ich denn hier kein Magazin drauf? Aber ich habe ja gar nicht die UMP. Ich steig mal hoch hier. Nicht, dass du dich wunderst. Ich bin jetzt hier rechts oben und blute. Ja. Dadurch besticht das Spiel jetzt nicht ganz, dass wir nur looten, ne? Ja, wir müssen uns aber vorbereiten hier, wenn gleich der Battle Royale Modus startet in guten 15 Minuten. Ja, wir wollen euch ja wieder einen fetten Kampf liefern. Richtig. Verlängertes Magazin nehme ich mal mit. Wenn du einen Sniper hast, sag ich dir Bescheid. Ach, shit. Shit, Tintengranaten. Weg. Achso, bist du schon wieder voll oder was? Ah, ich hab schon ein Visier. Ja, habe ich jetzt schon. Verlängertes Magazin, Schnelllader. Ne, schnell habe ich ein Schnelllader-Magazin drauf. Ja, genau, da habe ich ein Schnelllader. Das Hybrid ist natürlich das Beste, aber gut. Man kann nicht alles haben. Ich habe ein Sniper-Scope wieder. Das ist nochmal Medigas, das könnte ich mir eigentlich nochmal nehmen. Wo wollen wir noch eine Markierung setzen? Oder Mondversand? Bim. Oder wollen wir noch nach New Mill City? Da ist Nummer 3, ne? Da ist der Bullenhai, okay. Oder wollen wir erstmal Gellens Unglück?
Können wir auch lass mich mal zum Glens Unglück westlich, 280 Grad circa. Gut, dann lass mal, ja. Wo geht's denn hier raus? Hier rechts. Da. So, ich kann dir kurz erzählen, was Last Gear ist. Hat es nämlich gerade reingeschrieben. Ja. Und zwar ist ein Horrorspiel. Da können wir bis zu fünf oder sechs Überlebende und müssen dann entkommen aus einer Schule, Bibliothek oder einem Gymraum. Ah, okay, das hab ich schon mal, es gibt drei verschiedene Killer. Gesehen. Also so ein fetten, so und ein Strangler hat er auf jeden Fall geschrieben und zwei weitere. Könnten wir uns mal angucken auf jeden Fall. Ja. So. Sehr tief. Ja, ja, komm her. Als erstes? Ab auf den Boden. Gleich runter. Bisschen unter dem Radar. Tiefe. Wo ist denn eigentlich unser Freund Steve? Ist er immer noch am Schlund, ne? Wahrscheinlich. Oh, ich wollte sagen, hier knappert, knappert doch einer. Über uns ist noch einer, der kommt gleich hinterher. Ah, ja, wunderbar. Die haben es aber heute wieder auf. Ich hab gesehen. Warte mal, war jetzt Steve noch da, wo er sein sollte? Ja, okay. Oben direkt natürlich beim Megalodon. Wo denn auch sonst? Ja, 13 Minuten haben wir noch. Ja, können wir. Gellens Unglück. Oh oh. Oh oh. Ich wollte gerade Luft nehmen. Was soll denn das? Oh, da habe ich, glaube ich, ein halbes Mal. Nee, du hast mich nicht getroffen. Aber warum, was, wo kam der denn her? Hast du den angeschossen? Nee, der war so, über dir direkt. Achso, ich war gerade dabei, Luft zu nehmen, deswegen konnte ich auch nicht schießen. Deswegen habe ich denn auf ihn geschossen. Das hast du sehr gut gemacht. Ich habe nicht mal Schaden erlitten vom Hai, also. Sehr gut. Da siehst du, so ein guter Schütze bin ich. Gut, dass du auch lachen musst. Oh, hier rechts. Hast du gesehen? Links, nee, habe ich nicht gesehen. Ist da was? Schuss. Da ist ein toter Hai und unten. Ja, ich sehe den toten Hai, ja. Nee, komm, lass weiter. Der ist da unten im Dunkel. Na gut. Eigentlich, die Höhle sieht auch interessant aus, ne? Stimmt, oh, vor uns direkt, da wo wir hinwollen. Wahrscheinlich bei Gellens Unglück, schön. Da ist er, ich sehe ihn, vor uns, über uns, Hai. Oh, das hat uns der Hai das geklaut. Weil sind ja alles voller Hammer hier, was soll denn der? Da hört's aber auf. Er hat ihn komplett getötet. Ja, ich will aber auch nicht looten gehen. Nee, Alter, hier ist alles voller Hammer, ey. Was soll denn das? Mann. Vorsicht. Ja, ich sehe es gerade. Hinterm Berg, hast du gesehen? Bisschen hier links rüber. Ach, komm her. Oh, zwei. Ich wollte ihn gerade anschießen, aber zwei? Nee, jetzt müssen wir weg. Jetzt ist es zu spät. Da ist noch ein Tauchersäckchen. Ja, hier vor uns Taucher. Todeszone und Schüsse. 310 Grad. Den nicht. Einmal habe ich ihn getroffen. Er will abhauen. Ah. Ich schwimme hinterher. Jetzt habe ich ihn ganz gut im Visier. Ah, ich habe ihn getötet. Sehr gut, ich hole mir dann seinen Loot. Ja, ich gucke mal. Amphibiengewehr? Brauchst du nicht, ne? Gut. Nee. Und deswegen sind wir hier, ne? Schiff rein. Schiff hat ja auch immer meistens gutes Loot. Dann müssen wir hier links zu den Türmen hier hin. Noch bei mir? Da hinten bist du, ja, ich sehe dich. Hinter dir ein Hai. Ja, der ist weit genug weg. Erstmal ein bisschen looten. Das Loot muss bluten. So sieht's aus. Goldenes gab's noch nichts, ne? So nicht ja, Nobel, jetzt nochmal so ein goldenes Gewehr. Nee, ich geh mal einen höher. Meistens. Ja, mach das. Lass mich gut. Mach ich. Oh, schneller, da Magazin brauchst du?
Nee, ich habe auch mir aber einen Pottoken schon Klar. mal besorgt. Ah, hier ist das Salvengeschütz. Aber da bin ich irgendwie nicht Perfekt. so Ja, ein höher gibt's noch überzeugt Harpun von. für dich. Soll ich dir mal einen Schwank erzählen? Bin schon voll wie Ehrlich? sonst was. Ich hab auch erst 500 Schuss. So, mein UMP hat jetzt ein Rotpunktvisier. Kann gar keine Harpunen mehr Oh, tausche aufnehmen. ich das Rotpunktvisier aus? Ja, ich glaube, das tausche ich aus. Das Rotpunkt nehme ich lieber darauf. Hier darauf das Holographische. Man hat ja gesehen, wie geil eigentlich die Leuchtgeschütze sind, aber was nützt es, wenn man keine mehr aufnehmen kann, ne? Wirft doch das Unnötige zu. Ja, jetzt bin ich auch voll. Ah, ich kann auch nichts mehr nehmen. Jetzt bin ich auch voll. Und wir haben schon die bessere Flasche. Flasche, Tasche. Ich habe schon zwei Blasendämpfer drauf. Ich habe nochmal Luft genommen, ist nämlich. Hast schon Ja, geblutet? soweit schon halt, ne? Das, was ich. Harpunen für Oh. dich sind ja noch jede Menge. Ich kann nicht mal mehr Stahl. Ich traue mich nicht höher. Da sind so viele Ich Haie kann auf nichts mehr der mitnehmen. Ich Seite. bin berechnend voll. Stahlpfeile gibt es ja noch und nöcher. Ich habe nur 560 Schuss. Ist aber auch überall was drin. Ich kann nichts weglassen. Ich kann nicht was Unnötiges wegschmeißen. Die Schätze will ich behalten. Die Druckluftflaschen auch. Die Pflasterkits sowieso. Na, meine Waffen sind jetzt auch voll auf. Ja, nee, da kann ich nichts mehr hier lassen. Viermal Luft sollten wir Feuer. schon behalten. Ich meine, weil ich weiß nicht, wie lange der Battle Royale Modus geht. Wollen wir auf. Ich höre es ja plätschern. Und ich weiß nicht Ich mehr, wo weiß du nicht, bist ob er. jetzt. Jetzt müssen wir mal die suchen. Ich habe die Tür geschlossen. Ich habe mal eingeschossen und die Tür zugemacht. Und. Oh, Funktioniert. da schießt einer. Ich habe die Tür Ja, wieder ich mache meine zugemacht. auch mal schnell zu, weil. Ich habe beide Türen zugemacht. Ich Ich kann komme mal nicht hinten mehr runter. reingeschwommen bei dir. Weh, du Deswegen siehst schwimme ich hier hier hinten mit. rum. Ne, das haben sie Was gleich ist doch noch. offen, die Tür hinter dir? Erzähl doch nicht. Die war gerade Ne, offen, die als ich war zu. runtergekommen bin. Ne, hier Ah, der der Raum kleine ist Raum, zu hoch okay. drin. Ne? Ja, ich war ja in dem Raum dahinter noch Mach die Tür Ich hab wieder zu, einen dahinter ist Alter. nochmal zu. Wir Mach haben die hier eine Luft. gute Schleuse. So, aber wir wollen es hier drin nicht. Wollen wir Ja, nochmal eine mach mal, machen? warte. Warte. Wo ist einer? Kick mal einen Ja, ich anderen schwimm rein, Punkt du in die machst Tür zu, okay? zu. Ja. Da kommt einer. Da ist er vorbeigeschwommen. Der Der gute Alte. Klassiker. Siehst du Hast aus? du einen Pottauken? Nein, habe ich nicht. Nee, han hast nicht. Gut, ich Ja, gut, hätte dass wir einen. einen haben. Ja, ich würde sagen, ne, 6 Minuten. Wir machen uns langsam auf den Weg, ne? Ja, wollen wir. Falsche Taste. Direkt zu Steve oder was schon hin? Ah, na gut, wir sind Ja, ja aber geil langsam, ins ne? Unglück. Wir brauchen ein paar Minuten, ja. Vielleicht halten wir eh nochmal an zum Looten Fünf unterwegs. Minuten. Und hier plätschert das wie sonst was. Alter, da hinten drei Stück. Ja. Und die allein gebracht worden sind. Dürfen sie nicht mehr viel haben, wenn sie jeder mal einen Schuss kassiert haben. Oh, hier, da kommt auch einer wieder. So, ich kann dir noch zu Last Tide sei schon zu Last Year was sagen. Du hast einen Voice Ja. Chat zum einen. Pro Ist. Runde spielst du drei Killer abwechselnd quasi. Wenn die Überlebenden Ja. die sechs verschiedenen Schüler halt angreifen, musst du dann und irgendwie sowas, müssen wir mal einen Trailer angucken nachher, wenn wir hier fertig sind. Die können, glaube ich, auch Fallen stellen, wenn ich das richtig Das in kann ich ja nicht Erinnerung habe, sagen. ne? Die verschiedenen Killer haben auch verschiedene Fallen, die sie stellen können, glaube ich. Sonst schlägt er noch vor Metro Exodus und die Metro-Reihe generell. Und Ja. The Forest.
aber das ist sogar in Planung. Es wird noch ein bisschen dauern, aber ja, The Forest wollen wir auch nochmal demnächst starten wieder. Ja. Oh, es gibt ja hinter auch uns. Alte Folgen von uns, ne? Es gibt ja auch alte Folgen von uns. Von, aber beim Floki gibt es die nicht bei uns. Beim Floki. Beim Floki LP. Hinterlegt. Aber wir haben auf jeden Fall nochmal vor. Richtig, dann wir dann auch mit dabei. Und die Resident Evil Reihe hat er auch noch. Aber die wollen wir auch noch machen. Also ich werde sie persönlich gesagt machen. Teil 1 fange ich natürlich an. Aber es wird auch noch ein bisschen dauern, das Ganze alles nebenbei zu organisieren. Brauchst aber lange um. Da brauchst du aber. Alter, hinter dir war schon wieder einer. Mensch. Ach, der feine Herr Papillon ist Nummer 1. Schön. Das hast du gut gemacht. Oh. Ja, das wollte ich nicht, sagt er jetzt auch. Mhm. Schön, da wieder Nummer 1. Wissen alle, wo wir sind. Habe ich nur noch 530 Schuss. Das habe ich 30 verballert. Alter. Ich muss mir ein bisschen Gas einschmeißen hier. Alles klar. Sollte erstmal reichen. Musst du jeden Hai auf dem Weg mitnehmen? Ehrlich? Oh, die tanzen. Na gut, wenn die so schön tanzen. Das war wieder. Das war mein Ernst, natürlich. Oh, da hinten. Wo denn? Meinst du bei 3 Grad? Nee, das ist eine. Da ist ja dauerhaft leuchtet. Wird es ein Käfig sein, Junge. Käfig, ne? Rechts von uns, ja, so 150. Ja, genau. Wollen wir hin oder wollen wir weiter? Okay. Weiter, ne? Ja, Resident Evil Reihe. Ja, da ich es dann noch nie gespielt habe, Resident Evil. Ich habe zwar, bis auf Teil 2, glaube ich, habe ich alle, aber ich habe es noch nie wirklich gespielt. Und der Smitty richtig, hat sich richtig nicht vorgemerkt. Aber du machst, glaube ich, die die Remaster dann halt, ne? Dinger. Also jedenfalls bei Teil 1, Teil 2 und 3, 4, 5 und 6 und 7 habe ich ja dann ja im Normal, habe ich ja im Normal Version, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja, da kommen Erinnerungen hoch, ne? Resident Evil. Hast du zwar nie gezockt. Ja, der Film natürlich, ne? Daher die Filme. Darauf bin ich natürlich ein bisschen dann auch. Ist natürlich nicht so wie das Spiel, ganz was anderes, ist mir schon klar. Die Filme zählen nicht. Ja, ich war auf der anderen Seite. Ja. Silent Hill gab es früher. Das waren so die Konkurrenz zu Resident Evil immer. Silent Hill. Ja, schreibt doch in die Kommentare, was fandet ihr damals in Sieger? Resident Evil? Die Spiele oder die Silent Hill Spiele? Tomb Raider Reihe schlägt da noch vor. Uncharted. Ja, das wäre was. Das stimmt, für mich. Ich weiß nicht, Uncharted ist aber nur PS4, ne? Oder gab es die auch für den PC? Bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Und da meine PlayStation 4 demnächst im Verkauf geht, wo bist du? Da oben bist du. Wird das wahrscheinlich schwieriger bei mir. Da musst du ran. Wobei es bei dir schwierig wird wegen dem Laptop und dann. Ja. Ja, wie gesagt, das meiste natürlich auch was auf dem Rechner ist, PC-mäßig. Der Rest wird ein bisschen schwierig. Ist dann natürlich wie dein NES-Version-mäßig Dingens. Das ist natürlich dann nochmal. Rechts von uns wieder Schüsse. Ja, höre ich auch. Ich bin gerade hier bei dieser Gabelung. Bin 3 Meter vor dir. Gucke auch schon immer. Und wir sind natürlich auch schon im Royal-Modus. Heilschild fällt in 3 Minuten. Wollen wir das. Was ist denn das hier rechts? Das Schiff noch mitnehmen? Ja, können wir mitnehmen. Das hier nicht bei den. Roter Mondversand? Dann müssen wir noch ein bisschen weiter. Ja, ist Roter Mondversand, ja. Nein. Wurde auf dich geschossen?
Warte. Warum? Was machst du denn? Oh. Was denn? Das doch. Ich arbeite für die chinesische Haifischflotte. Wir brauchen ein paar Haifischflossen. Für die Suppe. So, wollen wir gleich mal weitermachen. Mindestens werde ich jetzt nicht mehr angezeigt. Achso, nee, ich wollte sagen, du bist immer noch erster, ja, aber im Battle Royale Modus wird es ja nicht mehr angezeigt. Meinst du, sind wir schon auch innerhalb des... Wir sind gerade am Roter Mondversand vorbei, also ich würde sagen, wir sind jetzt innerhalb des Zeitschildes. Vor uns kommen gleich die Ruinen. Ja, wollen wir uns mal hier auch irgendwie auf Lauer legen und abfangen? Auf den Haier, hab ich getroffen. Oh, Gott sei Dank bietet er nicht so viel Angriffsfläche. Ja. Das ist ein Tigerhai. Ist mir schon klar, dass es ein Tigerhai ist. Deswegen wollte ich auch drauf schießen. Oh, noch ein Schatz. Ui, warte mal hier. Wusstest du, dass es die MPs auch in Blau gibt? Die sind automatisch blau, wie ich gerade sehe, glaube ich. In der Höhle oder was? Ne, ein bisschen außerhalb des Weiß Berges. Nicht. Komm mal hier zur Potstoken-Station. Vergiss es, du. Blöder. Wer will noch eine Runde fahren? Hier nochmal dabei sein, nochmal frei sein und das Ganze für ein Potstoken. Ach, herrlich. Siehst du mich? Ich. Nee. Wenn du sagst, wo du bist. Ich riskiere doch nicht, von dir überfahren zu werden mit dem Ding. Bin hier im Boot. Dampft noch. Hatte ich mir fast schon gedacht, dass du da irgendwo raus. So, ich gönne mir noch mal ein bisschen Luft. Mal weiter. Diesmal sterben die ja gar nicht. Diesmal sind noch ziemlich viele über. Um die Zeit, wenn das Hai, jetzt wahrscheinlich, wenn das Hai-Schild fällt, werden wahrscheinlich etliche ausradiert werden. Aussortiert und ausradiert. Ah, siehst du da? Da geht schon los oben. Zack, zack. Ja, die ersten nächsten zwei vom Hai gefressen. Ja, auf. Vom 50 auf 30. Hier beim nächsten Boot. Hier bei. Schwimmen einfach Richtung Nordosten und dann kommst du zu so einem Boot. Ich bin jetzt hier bei dir. Ja, ich Höhle bin links da. Von dir. Ich komme zur Höhle. Hier, ich habe einen Pott-Token. Jetzt habe ich auch einen Pott-Token, aber kann ich nicht. Mein Lager ist voll. Aber wir sind ja eh gleich da. Also. Ja. Das lohnt nicht mehr. Den Megalodon können wir nochmal anfangen. Ja, ein bisschen erste Hilfe habe ich, aber ich weiß halt nicht, gegen wen wir zum Schluss ran müssen. Achte auf deine Luft. Wo bist du denn? Ich bin einfach nur den Gasleitungen gefolgt. Jetzt sehe ich dich, schwimmst gerade rein, ne? Ja, ich schwimme gerade rein. Na, wollen wir uns verstecken oder was? Ich habe eine Köhlerkappe. Ich habe das Sturmgewehr in der Hand. Triff mich mit der Ködergranate und nachdem ich den Hai erledigt habe, weiß ich, wen ich jage. Du bist heute gar nicht wahr. Ja, wenn wir schon in der Höhle sind, werde ich ja mal einen Blick riskieren, was es hier so gibt. Ha, guck's dir an. Nix. Was? Kannst du nicht mehr mitnehmen, weil ich so voll bin, dass ich nicht mal ein einfaches Medikit mehr mitnehmen kann. Nicht mehr Luft kann ich mitnehmen. Falls du noch welche brauchst, hier unten nicht noch welche. Oh, hier ist ein Gang. Nicht, dass wir uns hier wieder. Nee, der Gang, wir müssen ja nur den Rohren folgen. Also.
Wo bist du denn? Nee, komm hier lang. Hier über dir. Hoch. Hinter dir. Ach, da, hab dich. Drehen. Stimmt. Oh, letztes Mal sind wir ja durch den normalen Ausgang rausgeschwommen. Okay, mal gucken, wo wir hier rauskommen. Ja, letztes Mal waren das ist wir doch die Schild, das ist doch die Schildkrötenhöhle. Die hat uns nicht. Ja, aber die sieht doch fast genauso nee, aus. Ist sie nicht. Glaube ich nicht, dass das die Schildkrötenhöhle ist. Ah, jetzt sind wir hier. Ich, ja, ich weiß, wo wir sind jetzt auf jeden Fall. Bei den Tempelanlagen. Ah, hier müssen wir schon wieder ein bisschen aufpassen. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Heischel? Das ist gleich angekommen. Wir sind jetzt hier bei den. Hier sind wir raus bei den Tempeln, ne? Ja. Ich habe meine Markierung direkt auf. Glaube ich auch. Was haben wir hier oben? Marco. Hinter dir? Ja, den habe ich hier angeschossen. Na gut. Was du kannst, kann ich auch. Ja, oh, der Pfanne, ja. Verständlich. Oh, ich kann aber nichts mehr mitnehmen, weil ich brechend voll bin. Kübeleimer voll bin ich. Hier, guck mal. Haben wir eigentlich diese Osterstatuen schon mal gesehen? Wahrscheinlich haben wir sie gesehen und nicht wahrgenommen. Jetzt haben wir die auch mal alle gesehen. Und du hast eine schon wieder kaputt gemacht. Wieso, wie du dagegen ballerst, wundert es mich nicht, dass die kaputt gegangen sind. Und jetzt schnell Nein sagen, ne? Mit den richtigen. So, Heißschild, wo kommt's denn hin? Oh, warum rühre ich denn immer die falsche Taste? Oh, ja, am Ende der, fast am Ende der antiken Tempel. Hier, da stehen auch wieder solche Osterstatuen hier. Auf der Suche nach den Osterstatuen. Hier links ist eine Höhle, wollen wir da mal rein? Noch einmal 2 Minuten. Oh, jetzt leben wir noch 7. Was ist denn jetzt passiert zum Teufel? Jetzt leben wir noch 6. Keine Ahnung. Davon. Ja, davon sind 2 wir. Das ist doch schon wieder. Richtig. Mysteriös. Immer schön in der Zone bleiben, wenn das Heischild fällt. Ja, ganz wichtig. So als Tipp. Und immer schön voll looten. Dass wir einen guten Loot kriegen, wenn wir ihn erledigen. Oder umgedreht. Okay, das war jetzt mal eine schöne Höhle. Das war nämlich mal nix. Nee. Nicht wirklich was. Ja, die meisten, die wir immer ausplündern oder so, die haben immer nur eine Pistole dabei. Richtig. Da ist noch viel Potenzial für alle Spieler. Ja, also schön für uns aufplündern, damit wir nicht so lange brauchen. Oder umgedreht, ne? Manchmal helfen wir wahrscheinlich auch. Ja, oder umgedreht. Also wir sind immer die uns killen, die. Und das glaube ich auch. Manchmal nehmen wir eine goldene Waffe, aber bei goldenen Waffen sind wir noch nie drauf gegangen, aber. Oh, da ist der Fischschwarm. Sieht aber sehr komisch aus, was sie da veranstalten. Wo bist du denn schon wieder? Ich bin hier auf dem Berg, auf der durchgeschwommen hier. Jetzt bin ich gerade in die Ruine eingetaucht. Ich bin hier in so einem Ruinenfeld mit Seetang. Ja, schieß mal ein bisschen schießen. Alter, bist du weit weg. Bist du da, nee, da nicht? War ich. Schieß nochmal. Wie weit bist du denn weg? Wie bist du denn da hingekommen? Ja, geschwommen, ich weiß. Ja, ich bin jetzt auch da. Siehst du doch mal. Ich höre dich gar nicht. Aber ich sehe dich, wenn du das bist. Der so offen vor dem Scheunentor rumsteht. Ja, das bin ich. Bist du das? Denkst du, ich warte hier 2 Minuten als anderer Spieler, bis ich dich erledigen kann, oder was? Ich hätte dich schon 3-mal weggeholt, so wie du da rumstehst.
So, 5 Stück leben noch. Ah, davon 2 wir, also bleiben noch 3 Gegner für uns über. Hör auf. Lass den Scheiß. Ich sag dir, die nächsten Runden wirst du nie glücklich werden. Zum Ende. Warum? Warum bist du so? Sei doch nicht so. Auch mal gewinnen, natürlich. Ja, ich erinnere nur an den Messerkampf, wo jemand seine Weste... Du hast auch trotzdem gewonnen, heul doch nicht rum. Weißt du, wenn ich jetzt gewonnen hätte, dann würde ich ja noch verstehen, dass du da ein bisschen genatschig bist. Aber du hast sogar noch gewonnen mit einem Hauch Leben Vorsprung. Was mir auch allerdings ein Rätsel ist. Bist du schon wieder weg? Machst du das mit Absicht oder was? Ja, hier. Ich bin beim Schiffstor, so der hier ist. Wo ist denn Steve eigentlich? Ich habe Steve markiert, aber ich sehe Steve gar nicht. Ach, der ist ja schon woanders mittlerweile, ne? Da schießt einer. Nein, ich schieße nicht. Schießt du? Bist du das? Nee, ich bin hier. Okay, dann habe ich einen Spieler gefunden. Komm in deine Richtung. Der hat auch keine Anstalten gemacht, sich zu wehren. Stahlpfeile und die AAP-Pistole. Nee, also ich bin ja auf ihn fast zugeschwommen. Also ist nicht so wie versteckt von hinten oder so. Dann verstehe ich es ja manchmal, bis du reagieren kannst oder dass du dir eine gute Position suchen willst. Aber wenn du direkt auf ihn zuschwimmst, wird's schon. Bist du das? Der eine Schuss? Okay, dann ist links bei westlich irgendwo sind auch welche. Oder einer. Halt. Achso, er hat noch vorgeschlagen, Red Dead Redemption 1 und 2? Ja, kann ich nur. Das musst du dann ja. Ja, gute Spiele sind es, aber das musst du dann ja erledigen. The Council, Great Even, Splatoon, Soma, The Division, Until Dawn, Bioshock, die komplette Reihe. Und die DLCs von 7 Days to Die. Ja. So, der feine Herr Papillon muss sich ja wieder verstecken von mir. Ich verstecke. Nee, aber trotzdem, ich weiß doch, was du vorhast. Aber, weißt du, nicht mit mir. Ich krieg dich schon heute. Nein. Ja, deswegen hast du dich von mir getrennt, als wir da unterwegs rumgeschwommen sind. Ja. Nee, komm, ist gut. Weißt du? Wirst du schon sehen, was du davon hast. Warum drücke ich denn eigentlich immer das Inventar statt die Map? Kann mir das mal einer verraten, warum ich das mache? Na, hast du wieder... Ist wieder geschossen. Willst du echt? Na, noch mache ich keine Jagd auf dich. Moment, musst du dich ja noch nicht jagen. Das mache ich erst, wenn wir noch zu zweit sind. Dann ist die Saison für Papillons eröffnet. Willst du mich echt feiern? Jetzt mache ich gerade ernst. Aber noch ist ja alles gut. Ich weiß, dass du das bist, der hier immer rumschießt. Weißt du, du hörst das Grinsen schon in seiner Stimme und sagt dann immer, ich schieße wirklich nicht rum. Weißt du, das Grinsen hörst du bei ihm schon. Soll ich echt eine Aufnahme? Du bist nicht über Steve, ne? Nehme ich jetzt ganz stark an. Gut. Nein.
Mensch, Steve ist da wieder flott unterwegs heute. Wo ist der denn? Woanders. Ich muss mal kurz abtauchen. Na, schießen wir da wieder rum? Ich schieße dich rum. Muss ich das Visier da nochmal wechseln? Schnelle Lademagazin. Nee, nee, nee. Dann nehme ich doch lieber das Verlängerte. Kurz ein bisschen aufrüsten hier, umrüsten. Alles gut. So. Da hast du freie Jagd. Jeder auf jeden jetzt. Was? Jeder, wie du willst. So, jetzt wird's wieder spannend. Jetzt haben wir jeder gegen jeden. Das heißt, der Papillon ist am Abschluss freigegeben. Der campt doch wieder irgendwo, der Alte. Aber nicht so laut, sonst hört das noch. Mich wundert, wer ist denn der Dritte im Bunde hier eigentlich? Außer wir beide natürlich mal wieder. Ah, okay. Typical One ist leider ausgeschieden. Also hängt's mal wieder an uns beiden, wie immer. Ist nur die Frage, wo verschanzt er sich? Mäuschen, sag mal Piep. Kannst du auch mal schießen, wenn du dir einen Gefallen tun willst und das Ganze mal schnell beenden möchtest. Ich schieße ja. Ja, deswegen sollst du ja mal schießen, damit du es mal schnell zu Ende bringst. Können wir das Ganze abkürzen hier. Das Problem ist, dass auch die Zone so verdammt klein wird, dass wir uns jetzt früher oder später irgendwo begegnen werden. Ich sehe das Highschild nämlich schon. Ich sehe das Highschild. Das Highschild. Ich würde gerne mal eine Taschenlampe ausmachen. Ehrlich. Kannst du das Maus spielen? Doch, ganz langsam. Ich bin ja nicht blöd und renne rasend hier durch, dass du meine Schwimmgeräusche hörst. Wenn dann nicht, ne? Ich kann mal wissen, wo du dich versteckst.
Na komm raus, zeig dich. Nix da. Schlimme ist, jetzt muss ich mal gucken, wo die verdammten Haie kommen. Warum kriege ich einen Hammerhai? Das weiß ich nicht. Warum du einen Hammerhai kriegst und ich nicht? Nein, du Hund. Yeah. Ich hab dich nicht gesehen von unten. Ich hab eher hinten durchgeguckt. Ja, natürlich, aber mich hat nur ein Weißflossenhai geholt. Ja, und ich war außerhalb. Ja, ich hab dich nach da hinten gesehen, versucht zu sehen, aber dass du schon wieder unten drin bist, habe ich nicht gesehen. Das war das Problem. Weil hätte ich dich eher gesehen mit meiner goldenen Waffe, die ich am Schloss hatte, hätte ich dich wahrscheinlich auch weggeschossen. Ach, du hattest den Vorteil auf deiner Seite. Ich wusste nicht, wo du warst und du hattest mich ja mehr im Visier. Ja, diesmal auch regulär gewonnen. Hat er auch mal geschafft, weißt du? Von den 5000 Mal einmal. Na, zweimal. Hast du recht. Du meinst von den 5000 Mal 4000 Mal? Glaube ich nicht. Das könnte man schön alles in den kompletten Videos nachvollziehen, ne? Schaut mal rein auf den Kanal, guckt euch gerne nochmal die ganzen Last Tide Folgen an. In mehreren werde ich hinterrücks von ihm oder sogar vorderrücks knallhart abgeknallt ohne Absprache. Das finde ich immer sehr freundlich von ihm. So, haben wir das geklärt. Spiel suchen? Weiter geht's, neue Runde. Spiel suchen. Also ich kann dir sagen, die drei Killer von Last Year heißen Slasher, The Giant und The Strangler. Ja, okay, ich habe da schon mal was gesehen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das gibt's ja nicht, nee, das ist der gratuliert ganz recht herzlich, der Flocki. Wunderbar, vielen Dank, lieber Flocki. Schön, dass du noch mit dabei bist. Wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt auf Ark oder hier diese Aufbausimulation. Survival Games. Also ja, hier gerade Atlas, aber Survival Games ist vom Flocki das Ding. Survival Games. Flocki LP, ruhig einschalten. Und Experiment, nee, 16 jo. Punkte bei wir dir sind auch. Nicht ganz oben, wir sind wieder unten. Wollen wir. Ja, wollen wir mal die. Aber da müssen wir ewig warten, bis wir hochgefahren sind. Dann gucken wir jetzt 5 Minuten. Oder wollen wir jetzt. Lass uns doch warten, bis er um die Ecke ist und dann durch zum östlichen Vorposten. Ja, oder so. Dann machen wir das so. Ich glaube, nächstes Mal knall ich dich einfach ab, wenn ich die Chance habe. Einfach so. Weißt du, bevor wir irgendwas gesagt haben, einfach im Rücken weg. Einfach einmal so, damit du weißt, wie sich das anfühlt. Aber genug der Sache, lass dich überraschen. Erzähl doch nochmal einen Witz, bis wir hier rumgefahren sind. Fällt dir doch bestimmt noch einer ein. Ich hätte noch einen, aber ich weiß nicht, der ist. Doch, der ist nur gegen Schalke. Aber ist nicht schlimm. Gleich. Wo ist der Unterschied zwischen einem Bäcker und Schalke? Der Bäcker kann Meister werden. Keine Ahnung. So, es war jetzt so. Komm. Also im Krankenhaus, ne? Drei neu gewordene Väter im Krankenhaus, ne? Dortmunder, ein Schalker und ein Nigerianer. Das Wort mit SCH sage ich nicht, ne? Das ist verpönt hier in Deutschland, das sagt man. Nigerianer. Ach, gratuliert der Arzt einen, ne? Herzliche Glückwünsche, dass sie Vater geworden sind. Aber ich habe da auch eine schlechte Nachricht.
die ich ihnen übermitteln muss. Ja, lass uns auch schießen auf dem Weg. So, weiter geht's. Jetzt. Wir haben ihre Kinder vertauscht. So ein Mist. Weißt du, was nee. Der Schalke da sagt? Der Nigerianer, der Lütsche, ist meiner. Aber wieso? Das passt doch farblich nicht und so. Solange nicht herausgefunden ist, wer der Dortmunder ist, ist der Nigerianer meiner. Ah, ja, herrlich. Da sind wir mal wieder 46 Minuten wieder im Handmodus unterwegs. Ey, sag mal, was ist denn mit dir nicht richtig? Ja, du wolltest ohne Vorwarnung wieder einfach in den Rücken gestochen, der alte Hund. Jetzt gehe ich gleich wieder drauf, weil er wieder irgendeinen Schwachsinn hier veranstaltet. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Und da ist er wieder auf. Jetzt überlebt mich wieder. Hör auf mit ihm. Ich dachte, wenn ich dir noch so einmal im Kopf steche, vielleicht reicht es ja, aber. So, jetzt brauche ich erstmal was, weil ich gleich wieder tot bin. Ich auch. So, wo ist die nächste Waffe? Ja, ja. So wolltest du es mir zeigen, ne? Aber du machst das bestimmt, wenn ich richtig fett gelootet bin oder so. Damit dann würde ich dich komplett umbringen. Aber wahrscheinlich disconnectest du dann und bist komplett weg. Ich hoffe, wir wissen auch, wo wir langschwimmen jetzt Richtung östlicher Vorposten, weil durch diese ganze Aktion. Oh, schön. Warte, ich steig mal auf. Ja, hier müssen okay, wir. Da sind wir doch gar nicht da so verkehrt unterwegs. Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich. Von irgendwelchen gekillt. Ja, da höre ich schon die Schüsse links von uns. Hinter uns? Ich sehe aber schon eine Kuppe, die kann uns retten. Das stimmt wohl. So, mal wieder in den Kuppen des östlichen Vorpostens unterwegs. Ein Helm, Pflasterkit, Weste und Tasche. Naja. Hier ist noch eine MP. Was hast du davon? Ey. Bleib hier, ich wiederbelebe dich. Bleib doch hier, wie soll ich dich denn wiederbeleben, Mensch? Außerdem muss ich noch Taucher wiederbeleben. Oh, so. Schön. So viel dazu. Ich kann den Kompass wegen nicht einsammeln, ist alles verbuggt. Alter, der ist wirklich verbuggt. Ja, ich auch. Hast du keine Pflasterkits? So gut wie tot. Ich kann dir einen geben hier. Warte, hier. Nee. Nein, alles gut. Du treibst es wirklich auf die Spitze, ne? Oh, da ist ein Ei drin. Nee, boah, aber hier ist einer, ne? Weißt du? Muss direkt vor der Tür sein. Ja, hier, den holen wir uns. Der muss jetzt dran glauben. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn da unten.
sag ich doch, der muss dran glauben. Jo. Kommt noch einer. Jo. Ja. Geht's? Muss ich die wiederbeleben? Nee, alles gut. Ja, ich komme hinterher, ich muss erstmal neu beleben. Looten will ich ihn aber noch. Hier schon alles weggelootet. Gar nichts mehr. Doch, einen Schatz gab's ja noch. Den wolltest du nicht, wa? Nee, nicht wirklich. Oh, Medikit. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da waren wir schon drin. Muss ich mein letztes Medikit nehmen. Oh. Oh. Ja, hier. Ich hab. Jo, da ist doch schon wieder. Ist doch wieder was. Ja, der ganz rechts, ja, ja. Zack, ne? Nee. Willst du da hin? Oh, da ist er. Da. Er reagiert aber auch nicht auf die Schüsse, ne? Jetzt. Oh, ist außer Gefecht. Ich hole ihn mit dem Messer. Oh, mei. Marco. Hinter uns muss ordentlich was abgehen. Und auf uns? Da schießt doch jemand auf uns. Ich sehe keine Schüsse, aber wahrscheinlich wegen Blasendämpfer. Hau ab, da kommt ein Ei. Wollen wir in die Kuppe da rein? Hier vorne waren wir schon. Waren wir in der schon drin. Ah, mich hat ein Ei. Ah, mich auch. Ich bin außer Gefecht. Ja. Soll ich dich retten? Der andere Hai knabbert gerade, ich sehe es im Schatten, wie der drin rumknabbert an dem anderen Spieler. Lohnt sich vielleicht, den zu holen hier oben. Hier. Hinter dir ein Hai. Oh, mich hat auch einer. Ah, mich auch, ja. Hinter dir. Nein. Kannst du dich wiederbeleben? Also auf mich wird noch geschossen. Ich bin auch des Todes. Geht ja, bist du doch auch außer Gefecht oder was? Ja, okay, dann. Ja, ich bin tot. Ja. Ja. Ich hab drei rein mal gelassen. Aber komm schnell rein, den Krim. Oh ja, sind wir ja genau richtig für einen Schleichweg. Das kommt davon. Ja, ja, das genau. Passiert halt auch, wenn man rumeiert. So. Zu welchem? Ja, gibt's noch was zu dem Spiel zu sagen? Ja, manchmal haben sie es gefixt, ja, ja, ne? Ja. Dass die jetzt nicht durch Türen schwimmen können. Aber manchmal unbegreiflich können wir die Türen gar nicht erst schließen wieder. Muss wohl so sein. Ah, Steve und der Megalodon befinden sich beim ja, hinter Riesenbecken, uns. Ne? Schiffsunfall. Aber das. Oh, wir müssen raus. Ja, mal gucken. Ich hoffe ja, dass ja demnächst, weil das letzte dicke Update ist ja der Handmodus gewesen, mit dem ja einige nicht sehr glücklich sind. Kann ich nachvollziehen. Wir kennen es ja nur so, weswegen wir es so jetzt nicht so verkehrt finden. Ich finde halt, wie gesagt, ganz gut, wenn es beide Optionen gibt zu spielen. Oder halt das, wie das jetzt gibt und dann noch halt die zwei anderen Versionen. Mal, bin mal gespannt. Hoffentlich kommt da noch mal was in Zukunft rein. Naja, wenn du halt einmal so wie das hier halt hast, diese Mischung. Und wenn du dann die Mischung hast aus... also was heißt Mischung? Einfach nur einen Battle Royale Modus hast und einfach nur den
Handmodus hast, weißt du? Also, dass du drei verschiedene Spielmodis auswählen kannst und dann halt loslegen könntest. Das wäre auch ganz cool. Ja. Ja, einmal hier den Handmodus, wie gesagt, den braucht man ja schon alleine, um den Megalodon irgendwie mal Ja, deswegen halt, ne? Wenn platt man zu den mal machen, ne? als Ziel halt platt machen möchte, Die hat, Zeit. dann braucht man die Zeit halt, ne? Ja, ich Die bin müssen unter wir dir, lang. alles gut. Dann braucht man halt die Zeit, um Also. das sich halt auch dick aufzulooten, weil du brauchst goldenes Loot, du brauchst die Notfallkits, du brauchst das alles. Und denn nur ein Battle Royale Modus, muss das Boot aber auch wirklich quer über die Richtig, Map richtig, fahren und nicht richtig. mal nur außenrum. Weil ich hatte das, glaube ich, mal bei einem Engländer oder bei einem Amerikaner gesehen, wie die das gezockt haben. Da ist das Boot echt quer über die ganze Map gefahren und die konnten sich wirklich beim Hafen Reynolds oder bei der großen Bohrung und so, da Ja, konnten die das wäre sich auch nicht tauschen. verkehrt. Deswegen, also wieder, das. Und so Richtig, kommt man deswegen denn halt wäre die halt Mischung halt schneller ganz ans gut, Loot, ne? ne? Ja, wie gesagt, ich hoffe, da kommt ja noch mal was, dass die noch ein bisschen mal dran arbeiten an dem Spiel. Das wäre ja ganz cool. Vielleicht ein paar neue Haiarten, ne? So hier diese Riffhaie, Hammerhaie. Na gut, Ja, den da Urzeitei, kommen sie ja alles Megalodon, schon, ne? weiße Haie. Haben wir schon alles. Auch Koboldhaie. Komischerweise sind das alles so Haiarten, ne? Wo sie schon mal, sag ich mal, Horrorfilme mit Ja, ich sag mal, sind gedreht die haben. bekanntesten Oder einfach, ne? Ich meine, Slasher, ne? Ja ja, gut, ein das ist Koboldhaie ist wohl jetzt nicht wahr. so bekannt Da gebe ich dir wohl wie ein recht. Weißer oder so, ne? Koboldhaie ist halt so ein Tiefseehai und so. Aber den hatten sie schon mal bei Shark Attack oder so oder Malibu Shark Attack oder so, Das, kam der halt im Slasher-Film vor. Da ist ein Tsunami über Malibu oder naja, wenn keine da. Ahnung, ja, reingebrochen. Und da wurden diese Tiefseehaie Ah, aufgewirbelt. so bekannt ist er nicht, da gebe ich dir recht, aber trotzdem mal, die anderen sind halt ziemlich bekannt halt, ne? So meist, die kennt man halt vom Hörensagen. Tigerhai ist halt nichts, ne? Ja. Der weiße Hai halt, ne? Jaws, der weiße Hai, ne? Wer kennt die nicht, die Filme? Und die atemberaubende Ja, Musik haben gerade war hier noch korrigiert. richtig, ja, ne? Oder Tigerhaie sind auch bekannt. Da gab es, glaube ich, auch mal einen Film drüber. Hammerhai, also Der wieso, ne? Menschenfresser oder so. Gut, Bullen, Ja, genau. Hammerhaie schon Bullenhaie aufgrund vielleicht jetzt nicht ihrer so Form ganz. und so, ne? Ja, nee, Bullenhaie nicht ganz. Ich glaube, die kommen in den Film Open Was? Water oder Hast du so, wohl ein sind paar die Haifilme gesehen, höre ich vertreten oder daraus. so. Ja, also, Eine ich Liste. könnte ein Review zu Sharkfilmen machen oder so. Ja, Vielleicht kommt wer das ja weiß, noch. Wer weiß. hast du gehört, wenn wir bei Filmen gerade sind, hast du gehört, was dieses Jahr kommen soll? Zombieland 2. Nach an. Endlich, ja. Zombieland 2. Und Wieder Columbus, mit ich weiß es nicht. Tallahassee. Ob die Originalschauspieler dabei sind oder nicht, kann ich dir so nicht sagen. Ich habe nur mitgekriegt, Teil 2 soll willkommen, definitiv. Dieses Jahr auch endlich. Ich glaube, es war schon länger im Gespräch. Da freue ich mich natürlich sehr, sehr drauf. Bad Boys 3 natürlich auch. Ja gut, Bill Murray kann nicht Nee. mehr mitspielen, ne? Da wurde ja im letzten Teil Richtig, der kann nicht mehr wieder mitspielen. wen Vielleicht gekillt. gibt es noch einen anderen diesmal, wer weiß. Obwohl, diesmal sind sie ja um LA herum unterwegs gewesen. Wer weiß, wo sie diesmal hin sind. Weiß, wen sie da noch finden. Okay. Oh, hier links müssen wir einschlagen. Ja, Aber was gibt's Horrorfilme gibt es sonst so jede für einen Menge, ne? Horrorfilm? Da ist die Liste unendlich lang. Nee, ich So meine, aktuell der weiß ich jetzt nicht. Habe ich irgendwie jetzt aktuell. gerade so aktuell. Ja, gut, Dings kam ja hier, ne? Sagte dir Split vom letzten oder vorletzten Jahr was? Glasses, sagt dir das was? Nee. Okay, dann setze ich noch einen drauf, aber du könntest auch bestimmt Unbreakable mit Bruce Willis. Ja, und The Split und jetzt der Ja. Glasses, das ist jetzt eine Trilogie geworden quasi. Ja, aber ich habe Ach so. Split und Glasses natürlich noch nicht gesehen. Glasses ist auch erst frisch Ja. draußen.
Gilt das schon als Ja, weiß nicht, ob es Genre Horror Horror ist. Ist mir nur oder? gerade eingefallen, aber Horror ist es wahrscheinlich nicht unbedingt. So, wir sind hier ein bisschen länger unterwegs, bevor es was zu sehen und zu tun gibt, weil wir einmal hier oben, Am ne, Karten komplett. entlang Hier sind wir schwimmen, bei I, aber. sind wir rein und schwimmen einfach mal komplett hier hinten hin. Deswegen dauert es ein Sekündchen. Ja, guck mal, hinter uns ist da. Das ist ein Tigerhai, Ach Planet so. Hai. Ja In gut, dem wir sind ja. Gebiet. Wir sind ganz am Rand. Wo Ja, sind ich wir guck mal denn? lieber mit. Ich gucke Du noch weißt, mal was du hier rum. machst. Ah, da links ist der Eingang. Stimmt. Diesmal sind wir aber wirklich am Der größten Kelvin gewesen. fragt gerade, warum du keinen Atlas zockst. Wäre bestimmt Spaß machen, Ich. wenn du erlebst, wie der Pretty Shows Joe Silver die Deck schrubbt. Pretty Joe Silver, unsere Crewmitglieder hier, die haben halt so coole Namen. Also du guckst wohl nicht regelmäßig die Atlas-Let's Plays. Höre ich da wohl raus. Nee. Aber ich glaube, es ist nicht so Nee. dein Ding, das Ganze, ne? Es ist nicht, glaube ich, so Genre. mein Genre. 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 Ja, wir müssen ja an Ja, der wo Felskante sind die ganze dann Zeit jetzt hier runter. gelandet? Ja, Atlas Games macht sicherlich Spaß mit den Floki, den Weide und den Smoky zusammen. Aber das ist jetzt oben links ist ein Rucksack, Tatsächlich, Taucherrucksack. können wir gleich mal looten. Vielleicht gibt es da was. Ja, ist ein Hai auch vor uns. Es ist aber jetzt nicht Aber ich glaube, so den müssen wir mein irgendwie töten. Game. Der ist bewacht den Eingang. Das macht der Hammer. Das ist bestimmt die Nummer 1. Guck mal auf der Karte. Komm zurück, jetzt können wir an dem vorbeischauen. Oh, ist okay. Nee, ist nicht die Nummer 1. Ja, ist nicht so meins. Ich hätte gerne, ehrlich gesagt, Conan Exiles mit denen zusammengezockt. Das hätte ich mal ausprobiert, aber ich hatte einfach nicht die Zeit dazu. Und jetzt bei Atlas. Ja. Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, ob ich daran Spaß gefunden hätte oder nicht. Erstens, zeitmäßig hat es nicht ganz bei mir gepasst und ich war nicht ganz überzeugt von dem Game. Ja, ist auch Gebe noch ich Early ehrlich zu. Access. Kann ja vielleicht noch werden, ne? Ist ja noch alles am Anfang. Ja. Ich habe ein paar Token. Sehr gut. Ich habe ein Ich Amphibiengewehr. auch. Ich habe auch ein Amphibiengewehr und Ich habe noch eine sogar Harpune. Wassersturmgewehr. Die große, in Blau. Und dann habe ich noch Luft gefunden und einen Kompass. Bei Nur mir UMP hier hätte ich in noch, der aber. zweiten Tür ist noch eine Tasche Ja, klein UMP und willst du ja zwei wahrscheinlich nicht, wenn du unter Luftgewehre. Wassersturmgewehr hast, ne? Und Amphibiengewehr. Nee, nee, brauche ich nicht. Oh, Taschen nehme ich gerne schon mal mit. Hier ein Schatz. Lässt einfach wieder liegen. Medikits, Medigas lässt da liegen. Oh, das brauchen wir alles nicht. Nee, das ist ja Ja. unwichtig. Und wo waren die noch Medigas, hin? Entschuldigung, Medigas. Medikit, das Und ein habe ich echt nicht Rotpunktvisier gesehen. lässt da liegen. Doch, jetzt ist es meins. Nicht wirklich. Danke. Ja, gut, herzlichen So, das will ich Glückwünsche. auch gleich mal aufsetzen, das Rotpunktvisier. So, wo wollen wir hin? Und ehrlich gesagt, ich bin auch so mit rundenbasierten Spielen groß geworden. Tomb Raider oder Dark Project. Oder was gibt's da noch? Oh, Hitman, ja, Hitman war auch cool. Hitman. Und deswegen mag ich mich vielleicht nicht so daran gewöhnen, an so Open World Games, wo man irgendwas aufbauen muss. Obwohl, Warte, eins warte, muss warte, man warte, ja warte, lassen, bevor du ne? weiterzählst, wo wollen wir lang? Daisy Wo habe wollen ich wir hin? damals auch zu den Okay, habe ich Kuppeln, zu markiert, den dann fetten lass mal Dudes, hier lang. ne? Hast du einen Kompass? Okay, dann folge mir. Jetzt kannst du weitererzählen. Nee, habe ich nicht.
Obwohl das einzige wirklich offene Game oder so mit einer Open World Ja, auch hier, hinter uns. östlich 80. Ja, Oder nee, also achso, von. da kam. Nee, er wird vom Highgrad Gold. Okay, ich sehe es. Ich dachte, die Schüsse kamen von da aus. Ich habe sie nur aus der einen Richtung kommen sehen. Jetzt, Entschuldigung, weiter geht's. War ja DayZ, das haben wir damals. Wir hatten da alles mitgezockt mit uns. DayZ? Ja, ein paar haben wir gehabt, ne? Da waren wir manchmal ein paar Leute. 6, 7 waren wir da mal unterwegs damals. Ja, Ja. da war mal immer eine fette Gruppe und so. Und das haben wir ja auch wirklich damals mal gesuchtet. Ich bin Ich unten bin am hier Felsen, oben wo bist du jetzt. denn? Ja. Oh, ein Weißer. Aber der will woanders hin. Wo will der denn hin? Ich bin hier am Felsen links Ist von gut, dir. dass der woanders hin will. Weiß ich nicht. Oh, Wo jetzt hat ist er der dich. jetzt? Oh, der hat mich. Komm. Ehrlich, Der hat komplett? mich. Ich bin Nee, nicht du bist, der hat tot. sich weggezogen von mir. Ich Kannst muss ihn also noch hinterherkommen. irgendwie. Okay. Ah, hier komme ich. Dann lass uns mal schnell Komm in schon die zur kaputten Loot-Höhle da hinten Lücke. rein. Achso, dann Ja, erstmal muss ich kommen wir Luft irgendwo in die nehmen. Ecke, wo es sicherer Erste ist. Hilfe. Nicht so offen da oben. Naja, er bleibt da oben. Okay. So, Luftflaschen hatte ich zwei. Eine nehme ich schon mal. Oder auch damals habe ich bei meinem Onkel manchmal gezockt. Damals Nein. Wenn du man so das ankommst, überhaupt sagen? nein. Ach so, ja. Boah, Wolfenstein 3D. Habe ich doch auch. Stand ja lange Zeit auf dem Index. Naja Ich gut, weiß das gar heißt ja nicht nur, mehr, dass wie es es nicht heute offiziell ist. verkauft werden darf, ne? Solange es keine Beschlagnahmung dazu gab. Kann ich dir nicht sagen. Gab es noch in Diskettenform? Ja, Oder Diskette. Duke Nukem? Willst du, ich weiß nicht, wollte sagen, willst du kurz erklären, Scheiße. was Diskette ist? Nein, ich denke mal. Ja, okay, ja, also ich würde sagen, Diskettekenntnis ist was, wenn die heutzutage, die Rechner haben ja nicht mal mehr ein Laufwerk. Da kannst du, nee, hast du noch eins? Doch, du Nee. hast eins, ne? Oder hast du keins mehr? Ne, stimmt, ne? Ich habe an meinem neuen Rechner ja Ich habe jetzt, kein den ich Laufwerk jetzt auch mehr schon mal dran. wie lange, auch schon fast ein Jahr jetzt wieder habe, jetzt habe ich auch kein Laufwerk mehr dran und gibt es nicht mehr. Ist abgeschafft. Da sieht man mal, wie alt wir sind. So, ich hoffe, ich kriege hier ein bisschen. Oh, eine Helmstufe 2, das ist schon mal gut. Harpunen. Ein GPS, juhu! Oh, ein Amphibiengewehr in Gold. Nö, nö, wenn du willst, nimm die ruhig. Willst du das Gibt haben? bestimmt noch eins. Ich nehme dafür das Medigas in Gold. Nehme ich mir auch. Wir finden bestimmt noch mal anderes Sturmgewehr in Gold. Flossen hatte ich noch gar nicht. Guck mal einen an. Ja, mach Ich gehe mal das. eine Stufe wieder runter, weil ich einen Hai plätschern höre und Schüsse. Ach, ich will doch. Und wo wollen wir hin? Wollen wir hier unten zur anderen Kuppe Oh, warte, schwimmen, erstmal komme ich hier zu wo dir diese runter. Wo gelbe bist du denn Anlage jetzt? ist? Ganz unten? Ja. Hier Ja, ich will durch nur und dann zur kurz. anderen Kuppe Oh, was durch. soll ich hier lassen? Oh Achso, Gott. das holographische taktische Griff. Das kenne Goldene ich schon. Sachen. Was wie goldene Sachen? Was? Ja, komm rein. Weil wir sind jetzt hier in der Todeszone. Oh, ich Ja, nehme die gerne. goldene Harpune, ey. Ja, okay, das. Dann kannst du mein goldenes Gewehr Dann, wenn kriegen. das so Ich ist. nehme nur noch die Harpune mit. Dann gebe ich dir, Und die dann gebe ganzen ich dir meine Stahlpfeiler. Harpunenpfeile, was ich Kannst du alles eine habe. haben? Sag mal, ein blaues Sturmgewehr, was du mir hingeschmissen hast. Ah, das Amphibiengewehr, ja. Da ist aber auch noch ein Warte, goldenes ich schwimme ein bei. Stückchen zurück und gebe dir mal meine ganzen. Vorsicht, du stehst da irgendwie offen, da wo 20. reingebissen worden ist. Lass mal schneller weiter hier. So, warte, ich bin kurz. Oh, sogar mit Magazin. Ich danke dir. Ah, ne, scheiße, das habe ich alles abgemacht. Ich bin begeistert. Natürlich mit Magazin.
Denkst du, ich gebe dir irgendeinen Schrott? Naja, eins reicht mir. Also dann würde ich noch eine zweite goldene Waffe nehmen, eine normale oder so. Und ein Kompaktvisier. Hier, ich habe auch noch ein Schnelllademagazin, hier hinlegen kann. Auf jeden Fall sind hier schon die Schüsse in der Todeszone. Und Wangenpolster. Kannst du es nehmen für die Waffe? Geil. Okay, dann wissen wir nicht, wofür es ist. Ich wusste nämlich. Ja. Für die Harpunen sind da. Okay, dann wenigstens mal in Zukunft Bescheid. Oh, ich will doch keine Ködergranate, aber Notfallkit. Erste Hilfe. Hier sind noch Harpunen für dich. Oh, eine Tasche Mittel nehme ich erstmal. Habe ich schon. Ich brauche eine Tasche Gold. Wäre mal cool. Aber immerhin alle schon mal Stufe 2 an den Ausrüstungsgegenständen. Das ist ja schon mal. Was sind noch Stahlpfeile? Oh ja, hier ist das Amphibiengewehr. Da sind wir reingekommen, ne? Ja, ich stelle mich nur hier rein, weil es mir. Stufe 2 Weste hast du schon? Okay. Ja, hab ich. Stahlpfeile noch. Ich komme mal mit hier rein. Kurz mal meine Tintengranate und den Krams weglassen. Da, Ködergranate, Tintengranate. Alle bitte. Ein bisschen Platz habe. Habe ich da kein Magazin drauf? Doch. Habe ich das goldene Gewehr gerade in der Hand? Wieder Granate. Rotpunktvisier, holographisches Rotpunkt, alles da. So, mal kurz lesen, warte mal. Da oben ist einer, wollen wir den holen? Ja, stimmt, die erste Folge Atlas, wo wir da festgebackt sind, das war auch was. Und die Elefantenzähmerei war echt eine harte Geschichte. Mittlerweile haben wir es da ja doch ein bisschen besser drauf. Wollen wir da? Ja, wo denn? Östlich oder was? Nee. Oh, oh, oh! Ich bin oben. Ich hatte ein weißer Hai! Oh. Grün. Finde ich gut, danke. Zwei Schüsse. Ich bin jetzt erstmal unten. Unter Tier. Untertier, warte kurz, ich muss Untertier. Kurz, was gönne ich mir denn jetzt mal? Blauen Erste-Hilfe-Kasten, ja. Normalen Erste-Hilfe-Kasten und ein kleines Medigas. Ja, ja, ich sehe da unten schon wieder einen. Ist aber auch brutal. Ich bin noch einen drunter, ja. Bist du noch einen drunter? Ja, dann schwimm du mal hin. Ich komme mal zu. Schwimm du mal vor, sag ich mal. So, so wollte ich sagen. Zur. Ah, das gibt's doch nicht. Da habe ich mich gerade aufgeheilt, ey, ohne Spaß. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da hoch. Ah, okay, da lang. Blöder Killer. Oh. Oh, da hinten ist einer. Da vorne ist einer. Egal, erstmal rein hier in die. Ich wollte schon mal sagen, rein in die Olga wieder. Ja, in die Kuppe. Oh, hier gibt es erstmal Medikits. Ich muss noch ein bisschen was nehmen. Wangenpolster gibt es hier nochmal. Welche Farbe? Ganz normal. Grau. Weiß ich jedenfalls auch nicht. Wenn ist es grau, aber ob es da was anderes gibt. Oh, ich habe eine goldene Tasche. Sehr gut. Ich habe eine goldene Weste. Oh, hier Unterwassersturmgewehr in Gold. Das würde ich mir nochmal einpacken wollen jetzt dann doch. Goldenes Medigas. Aber hier gibt es schon ein geiles Loot. Noch eine Harpune in Gold. Alter. Zwei goldene Harpunen noch. Aber goldene Harpune ist ja noch ehrlich? GPS habe ich. Ich überlege gerade, ob ich mir eine goldene Harpune stattdessen mitnehme. Wo sind die? Da unten liegt das. Hier ist eine goldene Tasche noch, ne? In der Mitte. Ich höre hier aber Schüsse. In der Mitte hier von. Wo? Von dem Ding. Aber hier, nee, zeig mir mal die goldene Harpune, bitte. Hier, komm mit. Hier, beides goldene Harpunen. Ah, da, okay. Ja, dann tausche ich die mal aus komplett. Ist mit Visier besser? Warte mal, ich muss. Ja, ne? Ich hab. Nee, das brauche ich nicht unbedingt, drauf, aber ich nehme das holographische mal drauf. Nee, das Rotpunkt. Jetzt habe ich die falsche Waffe weggeschmissen. Nein! Ja, dann chillen wir ein bisschen. Jetzt sammel schnell, da kommt einer. Genau. Was ist denn? Chill mal deinen Nacken.
mal hier oben rum und guck mal. So, jetzt aber, jetzt habe ich holographische Wiese drauf. Ich brauche nur ein paar Harpunen, also wenn die mir da mal. Oh, Alter, hier oben ist ein goldener Schatz. Oh, ein goldene Weste komm, ist komm, hier komm, ganz komm. Oben. Oh, sehr gut. Ein Schatz nehme ich auch und die goldene Weste nehme ich natürlich. Nein, nur. Oh. Jetzt habe ich den Rest mitgenommen. Da vorne. Hast du ein paar Harpunen über? Mal so 10 oder so? Also 15, wenn ich ein paar habe. Okay, dann ich hab nur muss 40, ich selber welche sammeln. Ich habe noch gar keine. Aber okay. Erstmal reicht mir das ja auch. Ich höre es von da. Muss erstmal gucken jetzt hier. Eine Pistole als Notfallwaffe nehme ich mit. Naja, ich habe eine Pistole lieber dabei. Bin ich ja sicher. Hakenmunition, die wollte ich wegschmeißen. Na gut. Liegt hier noch ein goldenes Gewehr? Doch, klar, mein Sturmgewehr, was ich weggeschmissen habe. Bei den goldenen Harpunen. Hier. Ah, gut. Nehme ich das aber. Ja, ich will ja die Harpunen auch nur als zweite Waffe. Ja. Vorrangig nehme ich natürlich mein Sturmgewehr, ist ja klar. Brauche ich noch einmal Munition, ne? Da oben. So, wo, wollen wir nochmal zur Unterwasserbase? Weißt du noch, wo es lang geht? Weil lufttechnisch habe ich jetzt nichts mehr. Schon dummer vor. Richtung die Gärten. Hat man markiert. 200. Ja, schon dummer vor. 14 Grad ungefähr. Der Kelvin fragt, wie weit wir bei Dead by Daylight noch gespielt haben. Welche Killer, Killerin wir gezockt haben, welchen Killer. Ich weiß, das letzte Mal war das der Schlumpf, der rauskam, also den haben wir aber nicht gezockt. Oder nee, der Geist war das, dieser komische, ne? Ja, ich sehe es, rechts von uns ist auch einer. Oh, Vorsicht. Wollen wir den geradeaus töten? Ja, komm her, lass uns den töten. Bin vor uns. Das ging zügig. Was hast du gesagt? 214 Grad ungefähr? Ja, 213. Mach ich. Bleib mal hinter mir. Also ich habe auf jeden Fall außerhalb von Aufnahmen jetzt habe ich Leatherface gespielt und auch in der Aufnahme. Dann habe ich Michael Meyer gespielt. Die Jägerin habe ich auf jeden Fall gespielt und ganz kurz mal den ja, das letzte, was ich mitgekriegt habe, wer gekommen ist, war der Geist, der neue. Der Geist und dann gibt es da aber noch. Stimmt, der ist auch relativ neu, ja. Smiley-Gesicht, glaube ich. Ja, ich habe ja mal das Schwein gespielt von Saw. Fand ich gar nicht schlecht. Finde ich ein bisschen sehr overpowered, muss ich sagen. Ist das ein Hybrid-Magazin? Na, no, weg ist es. Alles gut. Ja, das habe ich. Amphibien-Gewehr gibt es nochmal. Ich hab mir mal einen schweren Lauf gegönnt jetzt hier. Oh, richtig nice. Aber mach ich gleich. Da kannst du ja mal auf der Map zeigen, wo wir sind. Nee, du bei. Doch, da. Da, schwerer Lauf. War nicht ganz die ja, wir sind jetzt auf der Map, wo wir sind. Da oben sind wir. Ewige Ruinen, zwischen ewige Ruinen und den Gärten. Und dann geht's hier nämlich. Nee, ich hab noch drei Viertel voll, aber das war's dann auch. Mehr habe ich nicht. Noch nicht, Außen wenn, dann sag ich dir Bescheid. Oh, hier gibt's nochmal ein goldenes Medigas. GPS hast du ja, ne? Gut, hier gibt's nämlich nochmal GPS. Eine goldene Harpune gibt's hier nochmal. Ja, drüben geht's rein, ne? In die Base. Ja. GPS hab ich. Nochmal Amphibiengewehr. Gut. Ja, nee, hier geht's gar nicht rein. Wo müssen wir lang? Da geht's rein, ne? Hier hinten geht's. Jo. Jetzt erstmal lang. Ja, hier haben sie richtig fettes Loot. Oh, das stimmt voll, das ist echt dick. Haben wir nur durch. Hier ist eine. Oh, sehr gut. Druckluft für dich. Ne, ich hab mir einen schweren Lauf gegönnt. Oh, hast du wieder einen schweren Lauf drauf? Danke. Sieht gut aus. Scharfschützen, wie sie ja gut Alter. Das hier nicht, ey. Dann gib mir mal das, was du ablegst. Das nehme ich mir. Ich nehme mir mal das Kompaktvisier. Nee, das Kompaktvisier reicht mir. Das nehme ich.
Nehme ich mir mal auf die Harpune. Auf meine Waffen Scharfschützenvisier, ey. Alter. Natürlich, auch vor Dings habe ich mir das auch gepackt. Ja, Scharfschütze ist mir ja das Problem, ist, wenn es zu nah kommt, ne? Dann, hier brauchst du einen Pottoken? Ich habe einen. Hast du auch einen? Nimm, was an. Noch, wenn wir noch Platz haben. Nimm den vorsichtshalber mit. Das kannst du nochmal ein. Oh. Ich würde sagen, nee, wir sind nicht Nummer 1 oder so. Also. Hier ist nochmal ein Scharfschützengewehr. Noch eine goldene Harpune. Also ist, ja, die Base lohnt sich hier richtig, ey. Unterwasser, Bunkeranlagen, Zeugsgedöns, Krams. Hier ist ein Schatz. Wir werden meine 100.000 zusammenkriegen und 100.000 Muscheln. Auf die Harpune nicht, aber aufs Amphibiengewehr, ja. Jo, kann ich. Warte, sieht kurz, das mal geil aus, hier, oder klar. Sieht das geil aus? Das sieht natürlich echt nobel aus, ja, sieht gut aus. Ich habe mir mal in der Zeit den goldenen Helm eingesteckt, ne? Ach, ja. So, ging es jetzt hier auch? Ging es nicht irgendwo hier noch weiter? Hier runter. Fahrstuhl war das, lass mal Fahrstuhl. Hier den Fahrstuhl, ne? Warte, ich guck mal kurz im Fahrstuhl. Nee, oder war das hier den nächsten? Hier geht nichts, aber hier gibt's nochmal Luft. Gut, dass ich mal reingeguckt habe. 10 Minuten, wo ist Steve? 10 Minuten geht's los, ja. Der Royal-Modus. Dann müssen wir uns ja wahrscheinlich langsam auf den Weg machen. Ja, dann lass zum schweren Bomber, glaube ich. Warte, ich muss erstmal ich habe mich auch nicht wieder aufgehalten nach dem Haiangriff, sehe ich gerade. Jetzt habe ich Medigas, sollte vielleicht reichen. Mal gucken. Aber die sind ja jetzt, also diese Runde sind ja überhand, ne? Und sonst findest du nicht so viel goldener Harpunen und jetzt an jeder Ecke, ey. Wenn es auch mal goldene Dings dafür gibt, goldene Harpunen. Ja, so speziell panzerbrechend oder was, ey. Hast, wenn du nochmal ein Hybrid-Magazin siehst, sag mal Bescheid, bitte. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Griff und, Nee, ich hab da alles voll. Irgendwas hinten, so ein Lauf. Holographisches so. Visier hab ich jetzt mal, brauche ich gar nicht mehr mitnehmen. Ja, ich würde mal sagen, lass mal hier langsam rausschauen. Ist das noch tiefer irgendwo rein hier? Ah ne, hier ging es ja weiter. Lass uns doch da geradeaus hinter dir. Hier, wir sind doch von hier gekommen, dann können wir doch jetzt hier durch und dann wieder raus. Wir sind von rechts gekommen. Sind wir von da oder sind wir von rechts gekommen? Was? Okay. Ja. Hier ist hier hast du einen Helm? Stufe 2 hast du ja schon, ne? Nee, doch nicht. Ja. Nee. Achso, hier, da unten in der Ecke. Ich hab einen Einser hier. Stufe 2 Weste, da haben wir ja schon was anderes. Na, Schnelllade. Nee, ich hab erweitertes, ich bräuchte. Wenn dann. Ja, du hast ja beides beim Hybrid. Schnelllade ist es ja und erweitert, weißt du? Deswegen. Deswegen ist das natürlich die bessere Wahl. Stimmt. Ja, komm, lass raus. Goldene Flossen. Gibt's noch was? Glaub. Ich kann eh kaum noch was machen. Haben wir so ziemlich voll. Mehr. Hier gibt es einen Trackerlauf, wenn du da tauschen willst gegen den schweren Lauf. Ich gönne mir nochmal Luft schnell, dann kann ich mir nämlich die andere Luft noch mitnehmen, die hier liegt. Luft habe ich mir auch knapp schon 500 gewinnt. Schuss habe ich dabei. Aber jetzt muss das Sniper-Visier aber auch was. Weiß nicht, und wie viel? 20 Harpunen habe ich. Naja, das ist ja auch nur Zweitwaffe, alles gut. So. So, dann richtig, gucken da wir geht's mal wieder raus. Und dann, wo wollen wir hin jetzt? Markierung? Schwerer Bomber oder was? Wo ist denn? Ach, da unten, ja. Schwere Bomber, die Pottoken. Richtig. Da müssen wir einmal komplett umdrehen. Wo bist du? Da. So, was hat er denn geschrieben? Ja, die Trailer angucken von Dead by Daylight, die neuen. Also, Demise of the Faithful, sagt er was?
Ja, das ist Ups, dieser. ich hab nicht gesehen, wo du bist jetzt hingegangen. Ah, da oben lang wahrscheinlich, ne? Ah, da bist du, okay. Ah! Alter! Ja gut. Wenn du Sniper-Visier drauf hast, machst du okay, einen hier lang. Der hat mich. Da kommt noch einer. Danke. Bitte. Alles gut? Ja. Gut, jetzt wissen wir, wenn man einen Sniper-Scope drauf hat, dann geht's nur Einzelschuss. Darkness Among Us sagt mir was. Den müsste ich erst, wenn ich den habe ich gesehen. Und den Shadow Bloodline. Ich glaube, ach das so, war der, den du meintest. War ja. Among Das heißt, es gibt noch einen weiteren mittlerweile. Und Shadow auf Bloodline. Hier, Shadow Bloodline, das war ja, glaube ich, der. Der Nochgeist, glaube ich. Den hatte ich schon gesehen. Und über uns Auto auch. Da links. Ich höre doch hier rechts an. Egal, weiter, komm. Unter den Rohren lang. Und dann rechts raus hier. Hier ist eine Tasche, wenn du da deine Finger reinstecken willst, mal wieder. Ja, meinst du? Mach mal. Den Finger reinstecken. Vor uns kommt ein Bullenhai. Was kleben bleibt. Oh. Alter, ein Schuss, der Bullenhai war weg. Mit der Harpune. Ich weiß natürlich nicht, ob er angeleckt war vorher, ne? Aber, Wer ist denn Julius? Oh, hier ist Julius. Ave dir, Julius Caesar. Ach, da oben, ja. Die Statue da. Wir müssen hier lang. Ich füllt euch Ruinen. Nee, ich hatte mal kurz Michael Myers angefangen. Dann hatte ich Fallsteller ein bisschen gespielt. Freddy Krüger sehr weit gespielt. Und zum Schluss ja das Schwein, Jigsaw, mal angefangen. Fand ich auch gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, das waren die vier hauptsächlich. Charakter hatte ich ja Ken Park auf Level 50 gespielt. Und war ja gerade dabei, die Megan oder Mac, wie heißt der? Mac Ryan? Nee, Mac. Wie sowas. Oder so, ne? Ah, den Clown haben wir auch schon gesehen. Ach, wurde ja, da ja, ne? Horrorfilme nochmal. Wo wir jetzt über Horrorfiguren sprechen. Dieses Geburtstagding. Happy Death, Happy Death Day. Hier ist nochmal ein Erste-Hilfe-Kasten. Aufwacht. Happy Death Day. Happy Death Day, genau. Okay, da kommt ja, okay, Teil 2. Der war ja ganz lustig. Horror ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Vielleicht zählt es dazu, aber ja, eher war es eine Horrorkomödie. So auf Scary Movie mäßig. Genau. Aber war ganz lustig. War okay, aber ja, genau. Könnte man sich. Fall. Kein richtiger Horror, also aber ganz lustig. So. Warte, ich versuche mal meine Harpune. Oh. Beischuss. Nee. Ja, vielleicht war er auch wirklich schon angeleckt, das kann natürlich sein. Dass er durch den Spieler schon was verloren hatte. Na gut, ich bin so. Ja, das habe ich fast gedacht. Ja, zum einen das und zum anderen hast du natürlich eine viel nähere Zoomstufe, was dir was bringt, wenn sie weiter weg sind. Aber wenn sie näher kommen, wie die Haie, wird es natürlich schwierig. Deswegen nehme ich lieber so ein Rotpunktvisier. Ja, und dann im Nahkampf. Ja, das ist eh tödlich. Oh, ich bin. Oh, hier haben sie noch. Ja, es geht mir nicht anders. Hier ist noch Medigas, es ist noch Medikits. Was habe ich denn dabei eigentlich? 6, 7 Medikits habe ich. 8 mal Medigas. Pottoken, Druffleflasche. Nee, ich kann nicht. Ich nutze mal ein bisschen Medigas. Bin voll, ne? Wir sind jetzt schon 2 Stunden dabei. Es gucken noch welche zu. Finde ich gut. Vielen Dank, dass ihr noch dabei seid. Dabei bleibt. Oh, Notfallkit. In Gold und ich kann es nicht mitnehmen. Ich habe keine normalen, ich habe nur blaue und goldene. Und dann lege ich lieber ein Medikit ab und ich weiß nicht, ob es reicht. Ein Dingens. Ey, du. So macht man das mit einem normalen. So ein Twisser bist du.
So, weiter geht's. Blöder Sack. Schön. Ja, die Sumpfhexe gibt's auch noch, schreibt er gerade, stimmt. Die alte gibt's ja auch noch. Die hasse ich ja so, ne, die blöde Kuh. Ja. Wenn die overpowered ist, ey, dann hat man wenn der, ja, wenn's, fast keine Chance. Ja, wenn der Killer, der den Spiel bis drauf hat, ja. Und den Legend-Killer ist das, was du gesagt hattest, ne? Das ist der ist bei Among Us, was du verwechselt hattest. Achso. So. Du musst doch irgendwo hinterm diese Station Bunker, sein, ja. Vor dem. Ah, hinterm Bunker ist es doch. Das habe ich gehört, deswegen hatte ich mich umgeguckt. Hast du das gehört? Oh, direkt hinter uns. Muss es irgendwo sein. Ja. Na gut. Nö. Muss ich mit denen noch aufhalten? Ein bisschen ist er noch. Wo ist denn diese Station? Ich schwimme direkt dran vorbei. Hier ist er. Wo wollen wir hin? Ja, das wollte ich gerade auch fragen. Was als neuestes Ziel? Lass uns Richtung antiker Tempel machen, weil wir müssen eher in die Richtung. Und denke mal, da wird irgendwo roter Mond versandt. Ja, müssen wir. Pod-Token-Station? Nee, antiker Tempel, genau. Zu den Pod-Token. Und mal wieder eine Runde schwimmen. Ja, und diese Kapseln, die können... Richtig, du kannst mit der Kapsel aber auch einen überfahren. Und die Haie folgen dir, wenn du ganz nah an denen vorbei bist. Das ist ganz kurios. Ich sag nur, die Folge Tauchkapsel-Wahnsinn. Dir folgt ein Hai, ne? So, by the way, da kommt einer. Stimmt. Wir folgen zwei. Geht gar nicht. Das immer auch ich sollte es mal an Rasierwasser wechseln. Vielleicht ist es ja. Ja, meinst du? Vom blutigen Schlachthof zum ja, wahrscheinlich, Schwein, ich weiß es nicht. Aber es ist echt kurios, dass die zu 80% auf dich gehen. Ich meine, mich stört es persönlich jetzt nicht. Also, wir sind schon drin im Bereich. Haben es gerade reingeschafft. Ja. Wieder im Sicherheitsbereich. Da vorne ist der Tauchdingens. Sicherheit. Wohin jetzt? Direkt zu Steve oder was? Was ist denn also, was hier? Was ist denn das hier? Ach, hier waren wir doch schon. Was ist das für ein Sound da gerade? Ist das ein Bomber oder was? Wo ist es denn? Das ist dieses Flugzeug hier, guck. Ach da. Das Wasserflugzeug, wenn du Kopf aus dem Wasser steckst. Au. Was ist denn los? Was ist denn jetzt? Ja, weil du vom Tigerhai geholt wurdest. Ja. Ja, aber... Ja, kann ich dir sagen, weil der Tigerhai war da, wo du bist und du warst oben noch auf dem Wasser, als du rausgeguckt hast. Ich weiß nicht, wo und was da passiert ist, aber sah wieder sehr kurios aus. Weil du hast da oben so komisch gegangen und der Tigerhai 3 Meter unter dir und rechts 10 Meter von dir. Ja, was meinst du? Ich dachte, ganzer PC stört schon ab, ey. Das sah echt kurios aus, bei mir auch. Ja, nach Steve direkt, oder? Die haben doch keine Chance jetzt, ey. Die haben noch keinen gesehen, keinen Spieler, ne? Nur gehört. Oh, doch einen, aber den haben wir ja nicht gekillt, weil die Haie da mal schneller waren. Ja, so, dann mehrere schon gehört. Dann lass uns... Das ein und derselbe war. Oder wollen wir über Leonis war immer die falsche Taste. Ja, lass uns Leonis Drillinge nehmen und dann zu Steve, würde ich sagen, in der Zeit. Ja, ich habe es markiert. Hier rechts recht, durch. Ja, da vorne ist doch schon der erste Tower. Von Leonis Drillinge.
Naja, so ein kleiner halt. Ja, ob das ein Tower ist? Ah ja, kein richtiger also Tower. Ein kleiner Tauch. Jo. Da hinten kommt der Tower. Hier sind nur Sterne drin. Was haben wir denn hier? Richtig. Aber doch, Harpun. Also gar nichts. So verkehrt war es jetzt nicht. Oh, ich hab wieder ein bisschen Platz. Oh, hier war ein Schatz, hier war ein Schatz, hier war ein Schatz. Hab ich. Sammel deine Schätze. Nee, ich hab ein Rotpunktvisier und dann das Kompaktvisier auf der Harpune, alles gut. Aber ich nehme mir nochmal Luft. Ich nehme Luft, um Luft wieder mitzunehmen. Ich nehme auch Luft. Ja, genauso mache ich das auch. Wo bist du denn jetzt reingeschwommen? Ich vorne bin beim Rotpunktvisier. Ja, ich folge einfach mal den Sachen, die du so erzählst. Dann finde ich dich schon wieder. Oh nein, das Heilschild fällt. Ja. Aber wir sind noch drin. Ja, den Leatherface, den hat der Papillon schon gespielt. Jo. Weil ich ein riesiger Fan von Leatherface bin. Auch allgemein vom Texas Chainsaw Franchise. Ich würde gerne den Schatz davor noch mitnehmen. Nee. Oh, einen taktischen Griff gefunden. Jetzt bin ich ziemlich voll, was das betrifft. Ich kann eigentlich nichts mehr mitnehmen. Stahlpfeile voll. Kann ich auch was hier lassen noch? Aber den Schatz bei Steve, das lohnt sich bestimmt heute mal. Ich hab schon 4 Schätze, den fünften würde ich auch noch mitnehmen. Komm her, dafür lasse ich so ein billiges Pflasterkit hier, ey. Ah, Lager voll reicht nicht, Schatz ist zu groß. Warum sind diese Unterwasserbunker hier? Haben sie hier Versuche mit dem Megalodon gemacht? Alter, wie viel muss ich denn ablegen, um den Schatz mitzunehmen? Na, ich wirst gesnipert. Jetzt kann ich den Schatz mitnehmen, jetzt bin ich auch wieder brechend voll. So. Wir sahen direkt mal zu Steve, oder? Ja, ich höre das. Komm mal hierher. Ich höre die Lautsprecher durchsagen, ja. Ich verstehe nicht genau, was sie sagen, aber ich höre es. Wir müssen nach Osten, ne? Wo? Da ist einer. Der zappelt ein bisschen. Der leckt auch so komisch rum. Naja, erlöst mal ihn von seinem Leid. Brauchst du Stahlpfeile? Wahrscheinlich wurde der auch vom Mai oder was? Nee. Ja doch, ja. Ja, dann nehme ich den Rest. Ja, bin voll. Ah, immer hast du 10 mitgenommen. Ich habe auch für 17 mitgenommen und auch voll. Willst du da noch reingucken oder was? Ich würde direkt zu Steve jetzt machen, weil langsam. Schon mal. Ja, dann lass langsam hinschwimmen. Wir sind wieder unter den letzten A20. Wie wir bei den Flogi schon gesehen haben. Ich bin hier um den Felsen rumgeschwommen. Wo bist du denn jetzt? Achso, nee, ich bin dachte, rechts daneben. Ich bin rechts um die Spalte herumgeschwommen. Was haben wir beim Flogi gesehen? Ja, die feuchten Spalten, die uns ausgekriegt haben. Das stimmt haben, wohl, da haben wir das mal gehangen. Ja. Und sonst so. Ich bin irgendwie voll enttäuscht von dieser goldenen Abfahrt. Was? Wie viel hast du denn den Spieler verpasst? Also. Moment. Ehrlich? Also zwei Dinger, ey. Und wir haben geschrien. Genau. Wir haben geschrien an ihrem Spieß und waren schon fast auf ein Viertel runter. Deswegen bin ich das jetzt war die Folge Herzschlagfinale, ne? Wo wir gegen den gekämpft haben. Ja. Aber es ist aber auch hier unten. Yes, hier sind doch Bäume. Guck mal. Achso, so man kein einziger Spieler. Ja, bis auf der eine jetzt. Der uns mal begegnet. Sind wir noch 17?
Jetzt sind wir auch wieder im nächsten Heischelfeld jetzt. Wir sind jetzt wieder in der nächsten Zone drin. Da wurde der nächste vom Hai gefressen. Auch mit dem Scheiß. Hast du gesehen, was am letzten Mal passiert ist? Naja, eigentlich hast du recht, schon wieder vor mir. Nein, alles gut. Da. Aber echt, ist ziemlich ruhig, ne? Eigentlich könnten sie hier auch nochmal so ein Ding einfügen, ne? Wie so, so ein also Fahrzeug, so ein Geschütz, wo man rausschießt. So ein Bunker, oder so ein Geschütz oder was? So in voller Fahrt. Ja, oder nicht? Also, so ein Mini-U-Boot. Ah, ich weiß nicht. Da musst du aber schon, weiß nicht, 10 Pottonken für einen lösen. Ich bin links. Du bist links. Ich bin links rumgefahren. Geschwommen, ne? Rumgeschwommen. Gut. Hast du geschossen? Hat mich doch wieder verbessert. Du täuscht. Nein. Oder täuscht mich das? Oh, und irgendwo. Ich bin schon an dem Gefelsen jetzt vorbei. Ich auch. Ja, denke ich auch. Ohne vom Schiff irgendwie kam das, ne? Ach, da bist du. Und hinter uns. Warte, was ist da? Nee, das sind alles drei standfeste Lichter. Störlichter. Na toll. Wenn der Battle Royale wieder zum Ende hin kommt, ne? Oh. Wenn, Da. Bin ich ja gar kein Sniper. Oh, Alter, wie schwierig. Das ging. Ja, ich denke, ja, wo schießt denn hier einer? Ich höre doch da einen schießen. Da gucke ich nach oben an. Und dann dauert es 0,3 Sekunden, er war weg. Das war echt mies. So, Schätze sind eingezahlt. Aber man Kopfschüsse kann wahrscheinlich verteilen. Ne? Wollen wir nochmal ein Schiff rein? Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Platz. Hast du keine Schätze? Ja, du. Ich nicht. Nee, ich gehe hier oben. Sniper-Position. Ich könnte mal ein Schiffchen rein, was hier so gibt. Schönes. Luft gibt es hier auf jeden Fall. Stahlpfeile. Normales Pflasterkit. Ich tausche mal eine Pistole gegen eine Dings aus. Was kann man mal machen? Stahlpfeile, Medias klein, nehmen wir auch nochmal mit. Ich weiß ja nie, wofür man das alles mal braucht. Erstmal die Taschen vollstopfen. Ich bin oben auf der Brücke. Ist da im Lagerraum? Oder ist auch mein Lager schon wieder voll? Guck mal einer an. Könnte ich mir gleich nochmal Luft nehmen? Ja. Gibt's diese Köderpatronen schon? Oh ja, ein Koboldteil geht von ab. Ich hab nochmal einen Schatz, ich muss nochmal zu Steve. Ah, da weißt du wie. Doch, ist mal ernst. Ich schwimme schon mal Richtung ich Steve. Ich muss dem noch einen Schatz reindrücken. Ja, ich weiß. Oh, ach, der haut ab. Ja, ja, wir sind am Rand vom Heischild. Ziemlich. Da kommst du ja. Der ist schon wieder gut unterwegs. Heifeld fällt auch schon wieder. Heischild fällt auch schon wieder. Da ist einer. Oh, zwei Schüsse mit der Ab. Wie schäbig. Zitrone-Orange war's. Wie schäbig. Die war. Ja, ich glaube auch. Hier Stahlpfeile brauchst du? Nee. Nee. Wo ist denn jetzt auch da? Nee. So, es leben noch 6, also 4 weitere. Ja, mit den Waffen. Aber kommt drauf an. Ja. Kopfschuss. Ja, aber wenn du Ruhe hast, ne? Wenn du auf dich schießt so schnell, dann wird es natürlich eng, ne? Da musst du aufpassen. Ich meine, klar, 2-3 Schuss brauchst du nur. Ja gut, jetzt wenn man goldene Sachen vielleicht anhat. Steckst du auch ein bisschen mehr ein, klar. Auch nicht so schnell, ne? Naja, so viel, ein Schuss. Jetzt waren es 2 Schüsse, die ich gebraucht habe. Na gut.
Irgendwo vor uns muss er sein. Ist Steve da? Auf der Karte sehe ich. Ja, aber da sehe ich ihn noch nicht. Wird doch im Radar angezeigt. Radar sieht man. Du siehst das alles. Du siehst. Ja, du siehst sogar, wo das Schiff ist mittlerweile. Wo das außen lang. Jetzt fährt es ja nicht mehr, ne? Aber. Richtig pervers. GPS ist schon was Feines, ey. Kein Wunder, dass es Gold ist. Wo bist du denn schon wieder hin? Wo Steve seine Position okay. Verlegen will. Da bin ich. Oh. Nicht wirklich. Doch. Wenn du dasselbe meinst wie ich. Drei Jagd wieder oder mal wieder? Wie wollen wir das diesmal machen? Mal wieder. Ich weiß es nicht. Wie wir es diesmal machen wollen. Ausdrahen, ja, ich würde sagen, wir nehmen das letzten dann wirklich, ne, nicht, dass du wieder mir im Rücken fällst und mich wieder abschießt. Besprechen wir vorher genau, wie wir es machen. Ich sehe keinen. Ich höre keine Schüsse. Nee, das bin ich wohl nicht. Okay, Juske ist erledigt. Dann bleiben nur noch wir. Wie machen wir es jetzt? Jetzt haben wir die Chance, es zu überlegen, wie wir es machen. Wollen wir uns gegenseitig. Wir schwimmen. Raus. Oder wir killen uns gegenseitig. Na, dann müssen wir uns wohl gegenseitig killen mit dem, was wir haben. Mal wieder. Wollt jetzt auch mal piep? So ein Schlimme ist, ich sehe halt die Leichensäcke, ne, aus Entfernung. Ich weiß nur nicht, welchen exakt von diesen beiden Leichensäcken du in der Nähe bist, wo du ihn gerade gekillt hast. Und ob du dann noch in der Nähe bist, ist ja die andere Frage. Ja. Oder ob du dich, du kämpfst wahrscheinlich wieder irgendwo. Natürlich. Ich doch nicht. Nur wer weiß, wo du dich wieder versteckst hier. Nö. Ist das Steve? Gerade sehe ich Steve nicht. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Wolltest du doch wiederbeleben wahrscheinlich, ne? Achso, ja. Ich hab auf den Kopf gezielt. Ich hab aber nicht mehr viel. Nein. Nee, hab ich echt nicht gesehen. Hast du dich gesehen bei den Flossen? Nee, hast du mich rumschwimmen gesehen die ganze Zeit schon? Da, wo ich war. Ach so. Ich hab dich gehört. Und ich hab mir gedacht, entweder bist du unter mir oder über mir. Und ja, ich dich auch. Ich hab dich auch gesehen. Da kommt doch einer. Ich hab 1056 Punkte gemacht. Ah, damit kann ich leben. Schätze nur 300? Also gib 50 dann pro Schatz. Okay. Danke, danke. Ja, Glückwünsche. So, ich würde sagen, auf in die nächste Runde. Ja, komm, machen wir da noch mal eine. Wollen wir noch eine? Komm, aber da erstmal gucken, wie viel habe ich denn jetzt? Ja, komm. Nur 34.000, das ist aber auch wieder mühselig, ey, um diese Tauchkapseln zu kriegen. Denn ich hätte. Mach ich ja gerade. Ich würde dann den Sharkjet, Alter, was ist denn mit der Aussprache heute los? Den Sharkjet würde ich mir gern zulegen. 100.000, da muss ich noch ein bisschen verschuften. Aber wir wurden ja, ich will nicht sagen beschissen, aber hier,
Wir wurden beschissen, den goldenen nämlich. Wird durch den Gewinn eines Spiels freigeschaltet und wir haben mittlerweile mehrfach schon ein paar Ründchen gewonnen. Und den Platin auch, weil von. Und den Platin. Genau, ne? Und das haben wir auch schon. Ich glaube, ich bin. Du hast ein bisschen mehr gespielt im Vergleich zu mir, deswegen bist du ein bisschen im Voraus. Oder Manta ist auch nicht schlecht. Der Manta oder den Shark Shit? Ist der Manta neu? Okay, also mir ist gar nicht so aufgefallen. Eins von den beiden. Ja, gut, natürlich wird über den Sieg über den Megalodon freigeschaltet, wäre natürlich das Beste. Vielleicht kriegen wir es noch irgendwann mal hin. In der Zukunft irgendwann schaffen wir es bestimmt. Genau, da haben wir ja darauf hingearbeitet und das wollen wir unbedingt nochmal. So, dann würde ich sagen, Spiel suchen. So, was gibt's denn gut, Neues? Achso, am Freitag, der 13. müssen wir halt vor Jason entkommen. Aber das hatten wir ja, glaube ich, schon mal ein paar Trailer zu gesehen und ein paar Plays, ne? Ein paar Spiele. Genau, entweder per Polizei, Boot oder mit dem Auto. Und dann bräuchten wir halt gewisse Sachen, ne, damit wir entkommen können. Und aber Jason kann halt mit der roten Sicht die Überlebenden sehen. Ja. Oh, das könnte eine lange Runde werden, weil der Bullenhai ist erst 11 Punkte hat. Bullenhai 11. Wo sind wir denn? Mal hier unten mal wieder. Ah ne, hier sind wir. Wollen wir unten dann raus? Ne, lass uns unten raus. Östlicher Vorposten? Los, ja, ich sehe es gerade. Ich war gerade noch was am Trinken, aber ist nicht schlimm. Ja, aber es kann nicht immer so schlecht trinken. Außerdem ist bestimmt salziges Meerwasser. Oh ja. 52 Minuten. Oh, da ist der Mega. Oh, nein. Da ist der Megalodon wohl ein bisschen pissig. Und der muss ja in der Nähe sein. Ich hab's ja gehört. Nee, der ist oben bei der Schlund. Und da ist Steve auch schon wieder. Musst du erstmal den ordentlichen Weg aufholen, den du schon als Vorsprung hast. Oh, ich bin schon beim östlichen Vorposten fast gelandet. Der feine Herr. Ich bin schon bei der Kuppe. Ist schon bei der Kuppe. Wollen wir uns hier schnell auf... Und dann? Aufluten und dann... Goldenes Loot holen. Könnten und auf wir mal tun. Auch? Hatten wir lange nicht. Dann können wir halt mal erst nochmal auf Megalodon gehen. Das ist nett. Ich schütze dich, wenn du kommst. Siehst du die Kuppe oder siehst ich du ich sehe dann ein komplett heiles Ding hier. Gestürztes Ding da. Tauchkapsel ist komplett heile. Nee, die ist nicht kaputt, die ist ja heile, bei mir jedenfalls. Kaputt gegangen? Ja, ich sehe aber die Kuppe und sehe auch dich, hab dein Licht gesehen. Ja, weil hier waren eben Maschinengewehrschüsse. Esso. Ja, gut wäre, wenn wir jetzt Dings kriegen würden, Pottoken, dann könnten wir uns schnell hochschießen. Hier ist eine Waffe. MP. Wo denn? Da. Ja. Danke. Rucksack ist hier. So, einmal Luft habe ich. Auch noch. Schatz gleich wieder. Brauchst du nicht? Und Stahlpfeile nochmal. Naja, würde ich auch sagen, dass wir noch ein bisschen auf Megalodon drauf können. Ich würde ja, sagen, Kompass wäre halt gut. Und dann schnell weiter. Hast du einen? Ja, das. Oh, hier vor nee, uns. Ich hab keinen, das ist es ja. Okay. Na, dann müssen wir jetzt hin. Auf dich oder was? Verdammte Scheiße. Achso, ich sehe, wo er ist. Nein. Ja, ich schwimme vor mir. Er hat gerade einen getötet. Noch?
Links von uns ist noch einer. Aber nee, der ist vom Hai gerade gebissen worden. Ja, aber nicht wo. So, ich würde sagen, in die Kuppe da Taucher. Rein. Nochmal looten. Und dann. Wo? Ja, und das ist nur zu empfehlen. Das hilft. Vor allem, weil man nicht mit rechnet halt, ne? Das hilft. Man sieht ja, wir haben größere Chance immer. Oder meistens. Ja, so verschiedene Spielmodi wären auch nicht schlecht, dass du halt irgendwie du oder im Teams mal spielen kannst. Also wie so ein Kram, was wäre. Ich habe ein zweites. Ich habe einen Pot-Token. Willst du noch einen kriegen, wäre natürlich Nobel. Wir müssen mal Dings kriegen. Wenn du mir jetzt noch erzählst, was Dings ist. Achso, nee, Kompass haben wir nicht. Kompass oder so, hast du den? Ja, stimmt. Da hoch. Okay. Naja, es ist schwierig, da hochzukommen, da gebe ich dir recht, Ist aber auch nichts, hab extra nochmal oben rumgeschwommen jetzt. Bist du da? Aber wir müssen hier nochmal durch. Nee, hier ist einer. Wo denn? Ach da, da sehe dich. Hier beschießen die sich. Ich gucke von oben mal zu. Unter uns hat er da irgendwie nach unten geschossen. Rechts von uns muss noch einer sein und da vorne sehe ich den Leichensack. Hinter uns ist, hinter uns ist der Hai gestorben. Da oben. Ja. Oh. Doch da, ich sehe ihn. Weiß aber nicht wo. Boah, da. Ist weg, ist weg. Ah ne, jetzt ist er weg. Sorry. Ich sah schon aus, wenn er schon eher weg gewesen wäre. Mach ich. Minuten, ich passe auf dich auf. Oh. Und dann lass mal durch diese Bunker. Oh, rechts von uns ist noch einer. Oh, der hat den Hai jetzt geholt. Okay. Also der Hai hat ihn geholt, so. Da ist noch einer. Ja, ich würde hier diese. Oh, da ist noch einer. Unten, da war unten. Da hat der Alter, ne? Hier ist ja der Bär los. Ja. Nee. Aber hat nicht wirklich was getroffen, ne? Kannst du nicht erschießen, wenn der vom Hai ist. Lass mich ihn wiederbeleben, ich brauch das noch als Aufgabe. Ja, soll ich mal. Bist du soweit? Gut. Ja. Ist zwar gemein, aber ich muss andere Taucher wiederbeleben. So, jetzt einmal hier durch die Bunker und hoffen, dass wir einen Kompass kriegen. Oh, wo denn? Oh. Auf dich? Hinten bei der Kuppe. Oh, scheiße, auf mich sind sie wieder alle. Wo bist du denn? Bist du drinne? Erster wieder. Okay. Ja, hier. Ich bin hinter dir. Tür. Hier ist Luft. Ich brauche auch nochmal Luft dann. Für uns beiden. Kompass, hier nimm du den Kompass und. Sehr gut, dann hole ich erstmal. Und wo ist denn der Karton. Kompass? Wo? Wo ist denn der Kompass? Nee, liegt ja keiner. Hast du ihn nicht genommen hier? Ah, ein bisschen, ein bisschen versteckt, ja, hab ihn. In dem Fach. Mach die Tür hinter dir zu, nicht dass ein Hai reinkommt. So, ich gucke mal kurz auf die Karte. Warte, wo sind wir denn jetzt? Östlicher Vorposten. Ich würde sagen, wir schwimmen zu unterhalb von der großen Bohrinsel, zu der Pod-Token-Station und lassen uns dann hochschießen. Aber hörst du die Schüsse draußen einschlagen? Hier schießt einer auf uns in drinne. Ja. Ich sehe wo.
Muss ich mal rauskommen hier. Ah, ich sehe den Leichensack jetzt draußen. Der ist aber auch voll auf mich zugeschwommen. Aber hat nicht. Draußen? Wo bist ja, du jetzt? Genau, da bin ich. Vom Hai, ja, aber nicht von dir, alles gut. Wurdest getroffen? Ja, ja, schon gedacht. Hier, ich bin über dir. Dann folge mir mal. So denn. Ich gönn mir schnell Medigas und dann geht's los. Ja, bin hinter dir. Abtauchen ein bisschen, vor uns ist ein Hai. In die Richtung müssen wir. Oh. Ja, neben mich hat der Hai. Vor uns ist ein Taucher. Jetzt können wir. Wir sehen nicht. Oh, Medigas reicht erstmal. Gibt. Oh, nicht was los hier. Oh. Wunderbar. Ordentlich Action am östlichen Vorposten. So, nebenbei mal wieder im Chat gucken. Ob ich irgendwann nochmal die anderen Far Cry Teile spiele. Eventuell, kann ich noch nicht genau sagen, wie es zeitlich passt, weil wir doch einiges noch vorhaben. Vielleicht irgendwann Teil 2, 3, 4 nochmal und 5. Ich hatte ja, also gespielt habe ich sie natürlich alle schon mal. Vielleicht komme ich dann irgendwann nochmal zu der Gelegenheit, sie auch nochmal zu machen. Bis auf Teil 1, glaube ich, was mir grafisch wahrscheinlich nicht unbedingt noch zusagt. Ich weiß nicht, wie es wirklich rüberkommt und ob es dann auch nochmal läuft auf dem Rechner. Das ist ja das Nächste, wenn die alten Spiele mit der Auflösung, also ein Zeug, manchmal auch nicht zurechtkommen. Aber eventuell, genau hundertprozentig sagen kann ich es noch nicht, je nachdem, wie mal die Zeit ist und wie alles passen sollte. Aber jo. Aura. Er holt hier einen Kill nach dem anderen. Was hast du eigentlich da für ein verdammtes Gewehr? Oh, mir klar, jetzt habe ich aber auch noch einen MP. So. Nee, das war schon. Ich war ja fertig. Wie gesagt, ich guck mal, wie es zeitlich halt passt irgendwann mal. Und dann kann man das mal noch mit einbauen. Aber da wir so viele andere Projekte zurzeit haben, würde das, wenn auf jeden Fall etwas länger dauern, bis es soweit ist. So, hoffentlich. Weißt du noch, wo die Unterwasserbase war? Das war ich, glaube ich, jedes Mal, ne? Sonst würde ich sagen, wie schießt uns da einfach mal hin? Ja, weiß ich. An grob habe ich es mir gemerkt. Ja, ich glaube, ich auch grob. Erstmal schwimmen wir jetzt zum Pottoppen-Station und lass uns da mal hochschießen. Ja, lass uns an der Pottoppen-Station machen. Gut. Und dann schnell das Goldene einsammeln und dann. Rechts von uns irgendwo. Naja, du eins, ich drei. Ja. Wir werden gejagt. Bin zum Abschuss bereit. Weiter weg, auf jeden Fall sehe ich keinen. Dann geht's erstmal weiter. Ja, wir wollen den Megalodon zum Tod zusammen totschnetzeln. Aber das ist gar nicht so einfach. Richtig, richtig. Da sind schon ein paar Mal gefailt. Obwohl einmal, als ich alleine drauf geschossen habe, habe ich die Hälfte abgezogen. Als wir zusammen drauf geschossen haben, haben wir auch nur die Hälfte abgezogen. Ist manchmal kurios. Aber woran das liegt, keine Ahnung, wo wir goldene Waffen hatten, ne? Ja. Einmal auf jeden Fall goldene Waffen. Aber ich glaube, wir müssen uns auch besser schützen, wenn der. Das Problem ist, wenn du. Seinen Sprung macht.
Ja, ja, aber die andere Sache ist, wenn du nicht auf ihn schießt. Oh, die wir sind vor der Potter umgeschossen, dann gib mir mal Luft bitte. Ja, Vorsicht, ja, erstmal. Wollen wir den niederschnetzen? Na gut. Okay. Muss ich mir auch gleich probieren. Zwei Stück, die gleich hin. Markieren, ne? Ich schwimme, schieße mich musst, voran. Warum? Warte mal. Das war ja bei den Gärten irgendwo, ne? Da oben. Also, ja. Mach die Potstoken-Station bei den Gärten. Wir werden eh wahrscheinlich nur bis Geld ins Unglück kommen, aber ja, ich, okay. Ja. Aber wir werden ja mein Fass richtig rausgeschossen schon. Ja, ja, müssen nur ein bisschen links korrigieren. Ja, werden wir. Gut. Ich sehe dich in deinen. Oh, hier blinken über die Leichensäcke, ey. Ein Wasserstrahl. Ja, schnell reisen. Hast du noch einen? Nee, ne? Ja, ich bin auf dem Boot. Ich bin vorne beim Boot kaputt. Gut. Dann lassen wir hier weiter. Da bin ich. Aber die Hälfte der Reise haben wir ja schon, wo wir hin wollen. Von daher 37 Minuten noch. Ja, dann schnell das goldene Loot holen und dann schnell auf den Megalodon. Der war eh bei Steve irgendwo, ne? Hast du gesagt. Ja, geh mal. Ja, die habe ich. Wenn du die Gärten, die Pottoken-Station hast, geh mal hoch auf den Strich. Ja, hast du recht. Da irgendwo muss es sein. Und X ist, da muss das sein. Hammer, ja, Hammer hier vor uns. Oh, Vorsicht. Oh, das ist nett von ihm, aber dann holen wir uns den auch gleich. Oh, links, den. Da ist er. Den müssen wir holen. Jo. Amphibiengewehr stecke ich mir erstmal ein. Weiter. Ja, und weiter. Oh, jetzt heißt das schnell. Ja, das wir brauchen bestimmt noch 4-5 Minuten, bis wir oben sind. Dann schnell looten, dann haben wir vielleicht noch eine Viertelstunde. Meinst du, das schaffen wir? Ihn töten, weiß ich nicht. Aber gut, wenn wir im Battle Royale Modus sind, wir können ja, müssen ja nicht Erster werden. Wo hängst du denn? Ah, ich hänge. Wir müssen ja nicht Erster werden im Battle Royale Modus, ne? Das ist ja diesmal nicht Priorität. Von daher, wenn wir uns dann halt auf was, auf ein High konzentrieren, haben wir dann bestimmt nochmal 10 Minuten mehr. Wenn wir dann halt als 30. ausscheiden, scheinen wir als 30. aus. Das ist ja nicht so dramatisch. Noch nicht so dramatically. Links von uns. Warst du das? Ja, ne? Oh. War ich? Ja, ich war das. Nee, unbesiegbar ist er nicht. Ich habe schon ein Video gesehen, wo er gekillt worden ist, der Megalodon. Es ist... welchen von den beiden meinst du denn? Oh. Rechts erstmal. Und jetzt gerade wieder. Das ist gut. Oh, ich habe keine Moon mehr, nur noch 5 Pfeile. Aber wie genau die beste Taktik ist, um ihn auszuschalten, das müssen wir noch mal rausfinden irgendwann. Hol dir die Pfeile. Ja, ich steig hoch. Aber hier muss das doch irgendwo sein, das. Oh, ehrlich? Sehr gut. Oh, die goldene Waffe. Wir sind jetzt hier gewesen. Ja, weit dürfte es nicht mehr sein. Ne, wir sind schon im richtigen Gebiet, also weit dürfte es echt nicht mehr sein. Hier, das sieht so aus. Ist das das? Alles gut, hat keiner gesehen. Ne, das ist es nicht. Ja. Nein, der GPS-Signal sagt mir, wir müssen, Dings sagt, wir müssen noch geradeaus. Das kann es nicht sein. Nee, ist es auch nicht.
Ich dachte. Hier schwimmen, hier links rum hier. Wo jetzt lang? Hier oben bin ich. Ja, komm mal. Wir müssen um den Felsen noch rum. Irgendwo da, da auf der anderen Seite, entweder. Ja. Entweder hier oder auf der anderen Seite vom Felsen. Ja, ich weiß nicht, ob wir hätten vielleicht auf die andere Seite gemusst hätten, eventuell sogar. Wenn nicht, können wir vielleicht kommen wir auch hier rein. Lass uns hier reinschwimmen. Nee, nee, ich glaube, da wo wir markiert haben in der Nähe, muss es irgendwo sein. Das stimme ich dir schon zu. Hier. Kann sein. Oh, hier den Hai. Wo ist denn da ein Hai? Müssen wir den wegholen? Oder? Weißer, sogar. Weißer. War nicht auch irgendwo. Ja, das könnte sein. Da kommen wir auf jeden Fall schon mal in die Nähe damit hin. Vielleicht nicht direkt da, aber oder vielleicht doch da, aber auf jeden Fall ist es dann schon mal, wo wir schon mal waren. Da dürfte es auch goldene Sachen geben, auf jeden Fall. Ja. Ja, hier sind wir ja, genau richtig. Wunderbar. Perfekt. Und wieder looten. Jetzt kannst du aber die Tür wieder schließen, also scheint wohl, dass wir uns echt wieder gefixt haben. Gleich erstmal, was habe ich noch? Ich habe doch was Goldenes. Ja, habe ich. GPS ist hier. Taktikvisier. Dann nehme ich deinen Kompass. Oh. Goldener Helm. Oh. Goldenes Notfallkit. Wasser. Aber kein goldenes, oder? Ungefähr. Du hast ja schon eine goldene Waffe, du. Wo bist du? Unterwassersturmgewehr in Gold. Wo ist denn hier ein Boot? Hier im Boot. Ach, da. Da ist ein Boot, tatsächlich. Danke. Ja. Können wir machen. Das ich Wichtigste. Den rechten Gang, du den linken? Ja, oder? Ja, können wir machen. Pot-Token. Ja, also ich habe ein Pot-Token. Wenn du noch einen findest, wäre halt optimal. Wenn nicht, muss der andere den. So, ich habe die zweite goldene Waffe. Aber es hört sich gerade so an, als wenn hier auch ein Hai lang drin ist. Oh. So, schnell looten. Looten wir schnell. Oh, ich habe goldene UMP, sehr gut. Ich also nehme ich auch keine Waffen Waffe mit. Druckluft. Nein, ja, ich habe die Harpune. Ich glaube, ich nehme die Harpune dann doch lieber. Kompaktvisier. Mittlere Tasche. Ich habe. Was habe ich die falsche Waffe weggeschmissen? Krieg doch ein zu viel. Das Unterwassersturmgewehr wieder her. Holographisches. Musst du wissen, wo du besser mit besser drauf schießen kannst. Warte mal, was ist denn? Taktikvisier ist besser? Ja, ich glaube, ich nehme Taktikvisier für die Harpune. Diesmal. Nee, Rotpunkt habe ich, danke. Ich, brauchst du einen Rotpunkt? Zwei Visiere. Nee, ne? Wangenpolster kannst du mir gerne mal mitbringen. Brauchst du einen Wangenpolster denn? Oh, ich habe auch einen goldenen Helm. Ein verlängertes Magazin habe ich, das reicht, mehr brauche ich nicht. Taschenlampe. Ich schwimme mal ein bisschen weiter hier. Richtung Eingang, weil. Hybrid-Magazin. Hier liegen noch die Medikits. Und eine goldene Tasche. Da habe ich das Flugzeug wieder. Oh, außerhalb, ey. Die sind noch Harpunen, glaube ich. Wo ich gerade bin. Ich komme mal zu dir rüber geschwommen, weil ich auf meiner Seite bin ich fertig. Taktikvisier, ich bin ganz weit vorne, ne? Nicht das. Alles klar, das. Hier ist noch ein Salbengeschütz, aber das ist ja auch nichts für dich. Ja, über mir höre ich schon Plash. Hast du einen Pot-Token? Hybrid-Magazin, das tausche ich natürlich gerne nicht mal aus gegen das andere. Dann lasse ich den Rest auch hier. Das brauche ich nämlich nicht. Helm habe ich ja schon in Gold.
Blasendämpfer. Ach komm, das kann ich hier drauf machen. Was habe ich denn? 20 Harpunen und 371 Stahlpfeile. Ah, zwei Blasendämpfer nur. Egal. Noch mal Luft. Mit wem was geht, kann ich ne? Übrigens schon mal wieder nehmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Alter, noch eine? Oder ist das die, die du hast? Ach, stimmt, du hast eine Tasche, ne? Nee, die ich jetzt. Aber du hast die Weste ja übersehen, hier hinten schon, also von daher. Und eine goldene Tasche ist ja auch nochmal. Also ach so. alles gut. Hilfe. GPS habe ich jetzt auch. Stahlpfeile. Medigas. Ja gut, Potton wäre cool, wenn du reinkriegen könntest. Medizin und so müssen wir zwischendurch sammeln, ne? Was hast du, wie viel hast du denn? Nicht so viel. Ein goldenes, zwei, ja, drei okay, blaue. Da habe ich. Ich habe auch nur zwei normale und drei goldene. Bisschen Medigas, aber um uns wieder zu überleben, hast du recht, brauchen wir natürlich ein bisschen was. Ja, ich sehe dich schon. Was? Ja, brauche ich. Wangenpolster? Brauchst du Wangenpolster? Vor dir, rechts neben dir. Wo bist du? Hier liegt Wangenpolster. Vier Medigas, vier blaue. Ich habe drei goldene Medigas, zwei normale, ein kleines, drei Notfallkits in Gold und zwei Pflasterkits. Ja, gut. So, hier war jetzt das auch. Das ist doch hier geradeaus oben rausschwimmen hier. Achso, markieren. Wo wollen wir hin? So. Runter, okay. Dann müssen wir schwimmen jetzt, weil wenn du keinen Pott-Token hast, geht's ja nicht. Komm ich hier durch? Ja, komm ich. Sehr gut. Ja. Wir können hier oben nochmal reingucken. Vielleicht gibt's ja nochmal Medikit oder so. Ja, das ist nämlich auch ein kleines Medigas. Ja, hier oben ist ein Medigas. Ja, auf dem Weg. Oh, okay, dann nimm den mal. Dann können wir den. Um die Ecke ist hier. Hier ist noch schneller ein Magazin, mal. Taschenlampe. Ich habe Gewehre alle. Ich brauche nur. Weiß ich gar nicht, was ich da brauche. Stahlpfeile. Ah, Luft habe ich nochmal. Hier ist noch. Hier geht's nochmal runter. Wollen wir nochmal runter? Erste Hilfe habe ich jetzt auch genug. Wo waren wir denn hier? Ja, da waren wir doch. Warte mal. Da kommen wir doch wieder in unsere Bunkerbase hier. Nee, noch nicht. Vielleicht gibt es ja noch Medikits, deswegen sind wir hier. Nee, doch nicht. Den Rest haben wir ja nicht alles fertig. Hättest du das mal eher gesagt. Vorhin habe ich ja weggelegt, weil ich einen hatte. Meine Waffen. Hier ist ein Medikit. Ich nehme mal mit, wir können ja immer noch mal verteilen, ne? Ja, gut. Ja. Ah, sehr gut. Ah, einen taktischen Griff habe ich. Visiere braucht es dann nicht mehr, ne? Wangenpolster brauchst du nicht. Jetzt habe ich auch Medigas und ein paar Erste Hilfe. Lass uns mal. Achso, hast du einen Tompass? Ja, nee, GPS sogar, ne? Dann markier mal die Gärtenpottung-Station, die ist gleich um die Ecke. GPS. Und dann können wir uns runterschießen. Ja, goldene Waffen gibt's noch. Hab ich. Habe ich eine Sekündchen, die zu zeigen hier, ne? Wie man sieht hier, goldene Harpune und goldene Stahlpfeile. Auch hier goldene Tasche, goldene Weste, goldener Helm. GPS ist auch Gold und noch die goldene Flossen. Also, und ein goldenes Notfallkit. GPS, Medigas. Also, goldene Sachen gibt's noch. Und, ja, der Papillon ist lootgeil, da hast du recht. der steckt überall gerne seine Finger rein. Hauptsache, er kriegt was. Ich sag nur, was haben wir, Strange Brigade, was wir gezockt haben. Wer war der Erste an den Kisten und hat sich die Taschen voller Gold gestopft? Dreimal dürft ihr raten. Natürlich der Papillon, wer sonst? Ja, und die Haie prickt er auch sehr gerne an. Da gebe ich dir auch recht. Ja, ist doch so. Los, lass uns hier rechts rum. Los. Du musst hier hinter sein, hinter dem Felsen. Hier. Ach, direkt vor mir. So, dann markieren wir mal unten zu links Basis direkt oder den Hai direkt? Zu links Basis.
Hab ich. Und schnell. Vorsicht, wir müssen ein bisschen links ausweichen, das sind Felsen. Ich habe links gemeint. Ah, jetzt bin ich falsch gefahren. Nein! Jetzt mache ich einen riesen Umweg. Doch, ich komme ja auch nicht weg. Nicht wirklich. Nein, ich komme hier wirklich gar nicht weg. Ich bin zerschellt. Doch, und wie das mein Ernst ist. Nicht wirklich. Nicht dein Ernst. Du schwimmst schon mal vor. Gib ihm schon mal Saures. Ich komme hinterher. Ich habe mich darauf geachtet. Ich dachte, ich komme links rum und rechts rum auch. Aber es ging gar nicht. Nein. Na, wir haben noch 23 Minuten. Offene, das ist natürlich Scheißposition, ne? Total offenes Wasser. Schon mich zurück zur Pottalken-Station? Wie weit ist sie denn weg? Wo bin ich denn? Ich hab noch einen dabei, aber es bringt mir nichts. Oh, Scheiße, ey. Egal. Es ist so total offen, ey. Wir wollen dem Megalon ein bisschen was besorgen, dann besorgen wir es ihm heute ein bisschen. Wahrscheinlich besorgt er es ja uns gleich so richtig, aber Gleich wirst du sehen, wie jemand den anbringt. Sehr gut. Wie einer des Wahnsinns. Ja, nee, ich bin zu weit weg von der Pottalken-Station. Ich muss jetzt den langen Weg schwimmen, es geht nicht anders. Dein Ernst? Oh, ziehst aber ordentlich ab. Du ziehst richtig ordentlich Gesundheit ab. Was hast du denn für eine Waffe da in der Hand? Macht die echt so viel mehr Schaden als ein Amphibien? Nur UMP. Habe ich mich auf die falschen Waffen konzentriert? Das weiß ich nicht. Ich brauche leider noch. Wo ist er? Noch ein bisschen. Er schwimmt weg. Ich bin erst bei Gellens Unglück in der Höhe, aber das heißt. Oh, er schwimmt ja nach oben. Oh, was soll denn der Rotz? Nee, ich komme ja von der rechts, von der Seite an. Er schwimmt bei dir. Und nicht von oben. Gleich mal wieder auf Korrigierkurs gehen hier. Auf dem Weg gucke ich aber gleich nochmal wegen zwei Medikits. Siehst du, so geht das. Und Harpunen. Geht doch. Hat sich gelohnt, nochmal den einen kleinen Abstecher hier zu tun. Ah, weiter geht's. Neue Markierung. Ah, okay, es wird langsam dunkel. Ich näher mich ihm. Ja, ich habe aber auch vom Berg geschossen. Ja, okay, das hat ein bisschen gezogen. Er ist hier auf der anderen Seite vom Berg. Ich muss einmal rumschwimmen. Oh nein, nicht wirklich jetzt, oder? Der Berg, der bei ihm ist. Also ich muss einmal rum und dann bin ich da, ja. Ich brauche aber leider noch 2-3 Minuten. Ist ja noch ein Hammerhai vor mir. Der auf mich geht, soll ich auf ihn schießen? Ach, komm her. Keine Wahl. Oh, und mich verfolgt. Den haben wir ausgeschaltet. Okay, er muss ja gleich um die Ecke sein. Ja, ich loote jetzt hier noch mal schnell. Ja, ich habe auch nur noch 400 Stahlpfeile. Ja, naja gut, wobei bei Dauerbeschuss auf dem Megalo, dann reicht das nicht lange. Oh, hi. Huh, da ist er ja. Ich muss gleich Luft nehmen. Sau. Er haut schon wieder ab. Ich hab auf ihn geballert, aber ich zieh nicht so viel ab wie du. Hast du auf ihn geballert? Er kommt schon wieder. Ich höre dich. Jetzt zum zweiten Mal, ja. Hat dich gebissen, ne? Ja, gerade ging's nicht anders. Lass dich doch nicht beißen, Mensch. Jetzt ist er wieder am Rumjaulen. Das sagt sich so leicht, lass dich nicht beißen. Er wird hier gleich gellig auf mich, wenn ich hier rumschwimme. Jetzt kriege ich hier mal nichts ab. Doch, jetzt kriege ich auch Herzschlagopfen. Super. Da ist auch schon der Hammerhai da. Herzlichen Dank auch. Und da kommt der nächste Hai. Mich doch mal in Ruhe, hi, hallo.
ist doch mal gut jetzt hier. Herzlichen Dank auch. Ich bin in den Müll reingeschwommen. Draußen. Na, beim Hammer ja irgendwo draußen. Ich frag mich nicht, wo ich bin. Ich muss den Hammer erstmal ausschalten. Das könnte eng werden. Also die nächsten zwei Hammer hier. Draußen irgendwo. Keine Ahnung. Ich muss mich da erstmal auffällen. Wo bist du? Da ist ein. Ja, ja, du warst doch, glaube ich, um die Ecke irgendwo. Nee, nee, ich habe auf einen geschossen. Ich habe ihn ausgeschaltet. Du hast getroffen? Ja, ich weiß. Ich muss erstmal unten rein. Ich komm von der Seite. Ich habe nur noch 4 Medikits, dann ist Ende. Oh. Wie hast du? Hast du noch genug? Hier eins geben. Ich hab jetzt Medigas, werde ich wieder aufgeheilt. Das geht, aber dann kann ich mir jetzt ein bisschen. Achtung, danke. Ja, bitte. Ich höre ein Plätschern. Okay, wo ist er denn? Wo ist er denn? So. Wollen wir drauf los wieder? Ja, hinterm Felsen irgendwo, ja. Links muss er irgendwo sein. Ja, ich glaube, die hätte ich nehmen sollen. Ich weiß nicht, Bescheid, UMP ist. Oh. Ich habe. Da kommt er. Oh shit, ich habe jetzt nur noch 11 Pfeile, das ist. Oh. Oh, jetzt hatten wir ihn, hi. Oh. Ja, oh, mich hat der Megalodon auch. Dran. Er backt hier fest. Oh, oh, oh. Nein, dich hat. So, ich wiederbelebe mich mal. Ich back in ihm fest. Doch, jetzt ist er frei. Nicht wirklich. Ah! Kannst du da sagen, dass der auf mich kommt? Der hat abgedreht, der konnte mich nicht beißen. Guck, da kommen die Haie, ich sehe einen. Okay, Hammer habe ich ausgeschaltet. Und bei mir kommt einer ins Rohr. Ich weiß bloß noch nicht von wo. Ah, mich hat ein Hammer, ey. Holt mich raus. Ich brauche jetzt unbedingt Munition und Medikits. Ja, ich muss ihn wiederbeleben. Shit. Kannst du mir helfen? Oh. Warte, ich belebe mich auch wieder und den erstmal weg von den Megalodon. Oh, scheiße, Magazin leer. Ah, ich habe auch nichts mehr. Komm, erstmal weg, weg hier. Wir haben nur noch eine Viertelstunde. Aufschlucken wieder. Ja, aber er hat nicht mehr viel, könnten wir wirklich hinkriegen. Aber ich habe auch nicht mehr viel. Ich habe nur noch 100 Schuss. Oh, oh, warte, ich habe keine Munition. 3 Stück sind hier auch gleich. Scheiße. Ah. Habe ich. Shit, kannst du ihn hinter mir wegmachen? Ich muss Sauerstoff nehmen, sonst mache ich nicht mehr lange. Danke. Ja. Und ich muss ich nehme mir Medigas erstmal. Wo bist du denn? Hier klar, oben. Dich, alles klar. Oh, war da? Da links war, glaube ich, ein Schiffswrack oder so. Lassen das rein und das looten. Richtig. So, ja, manchmal schießt er die Gegner mal und verwechselt mich. Da hat Kelvin geschrieben. Du, dass er manchmal auf mich schießt. Aus Versehen. Ich bin da. Oh, ich habe keine. Und dass die Revanche noch aussteht. Spieler hinter uns, südlich, direkt. Ich habe ihn gerade gesehen. Das Schlimme ist, ich habe nur noch, hier wurde gerade einer gebissen um die Ecke. Ich habe auch nur noch jetzt 100 Schuss, also wir müssen irgendwie. Ja, hier ist, glaube ich, ein Wrack irgendwo gewesen. Der Megalodon guckt ja die Megalodon-Gesundheit an. Das könnten wir wirklich ich mal schaffen. Ja, da hinten, hier.
Ja, solange er nicht auf uns schießt, scheißegal. Da schießt einer da hinten. Hier unten hatte ich eigentlich alles schon durch. Das ist aber auch ein neues U-Boot, kenne ich gar nicht. Nach oben jetzt ein Boot. Da oben das Boot. Ich gehe hier rein. Ach shit, Harpunen sind hier alles. Hier ist ein Medikit. Taschenlampe brauche ich nicht. Okay. Ja, hab mich eigentlich soweit schon. Ja, hier sind alles Harpunen. Oh, Stahlpfeile. 30. Ja, Medikits brauche ich, muss ich auch sammeln noch. Ich habe aber auch nur 5, also ich kann mir auch noch 5 mal beißen lassen, dann ist es auch vorbei. Ja. Hast du das? Ach, hier bist du ja auch. Hier sind auch Medikits. Harpunen könnte ich noch nehmen, aber ich habe auch... Brauchst du Harpunen? Wie viel Schuss habe ich denn? 100 Schuss in Harpune, also so dringend ist es nicht. Wie viel Stahlpfeile hast du jetzt? Okay, ich habe nicht... 60. Ich habe nicht geringfügig mehr. Jeder Waffe, also, wenn es hochkommt, 30. Oder ich gebe dir meine Stahlpfeile, ja, dass du mit draufballern kannst, weil du hast ihn am besten runtergekriegt. Und ich mache nur zeitweise mit den Dings mit. Ja. Dann kriegen wir vielleicht noch runter. Gut, dann gib her. Oben war's schon? Oben war ich schon, ja. Hier, nimm die erstmal. Ich habe jetzt noch 40 im Magazin. Sollte erstmal reichen. Gut, wir müssen dann sowieso hoch irgendwie. Hier unten waren auf jeden Fall noch. Abholen, ja, ich nehme nochmal. Oh, das war ich. Harpunen. Ich nehme mal ein paar mit, das sollte reichen erstmal. Hab jetzt über 107 Harpunen. Ich höre ein Hai direkt über uns. Wo wollen wir oben raus? Oh, keine Wahl. Da plätschert's natürlich. Er kommt. Okay. Dann wo ist er denn daheim? Naja, der Megalodon war nicht. Dann lass uns mal da schnell wieder. Der ist hin. Tot. Auf dem Weg, vielleicht finden wir noch was zum Looten. Wir müssen nach oben. Oh, hier. Ja, ich hab noch Luft. Die Hälfte. Bei mir geht's nicht. Erstmal Luft. Ich aber nicht. Hier, auf da vorne Fall. diesen Toten Vorsicht, mitnehmen. Vorsicht, ich höre ein paar Plätschern. Ah, Mist, da ist er schon. Ich hab ihn gehört, aber... Ich bin's. Ah, der hat mich jetzt. Oh, was ist das für ein Weißer oder so? Bullenhai. Erwischt. Lass uns den mitnehmen und dann müssen wir hin. Wir haben nur noch 10 Minuten. Und dann wird's eng, vor allem, weil er außerhalb des Heißschlitz wahrscheinlich ist. Hier 60 Stahlpfeile, gut. Hier vorne ist noch mal ein Toter. Ich gebe dir alle Stahlpfeile, das bringt mehr, was du machst. Da ist ein Taucher vor uns auch noch. Okay, außer Gefecht gesetzt und... Getötet, alles gut. Nimm nur den, ich nehme den hier unten. Weil nur 40 Schuss ist doch ein bisschen knapp. So, ich hab mir. Oh, er hat auch nur golden. Ich kann mitmachen. Ich hab goldene UMP, hat er hier. Scar, meine ich. Dann würde ich die schnell austauschen. Würde die schnell aufleveln. Ne? Und dann können wir jetzt zum. Ich hab dich im Blick. Ja, können zum Megalodon. Los, weiter geht's. Beeil dich, Haie, komm. Können wir beide drauf schießen. Da hinten ist noch einer. Den müssen wir wohl erstmal ausschalten. Ne, noch nicht. Außer Gefecht gesetzt. Vorsicht, da ist ein Hai, ne? Jo, hab ihn erwischt. Den Hai müssen wir ausschalten. Okay, ist. Weiter. Unter uns noch einer. Muss ich drauf schießen. Sehr gut. So, weiter geht's. Wo ist denn der? Ist der Megalodon noch? So. Wo wir waren, ne? Ja, der ist da, wo wir gucken können. Oh Mann. Scheiß Bullenhai. Es ist auch so schweinedunkel. Schon wieder einer oder was? Alter.
Schon wieder ein Bullenheider vor mir. Bist du denn hier? Das gibt's doch nicht. Ich finde dich gerade nicht. Der tötet mich. Ah. Ich höre dich aber. Ja, der hatte mich eben. Hatte ich einen Bullenei eben? Ah, da, okay. Letzte große Medigas. Lo, jetzt aber schnell nach Norden, ey. Jetzt wird's auch langsam wieder hell. Nee, wir haben nur noch 8 Minuten. Ja, lass mal da unten noch mal kurz rein. Ich schwimme schon mal hin. Ja, ist chill. Aber wir müssen erst auffallen, aber trotzdem schwimme ich schon mal hin. Ja. Ich habe jetzt goldene Flossen, ich kann mitteilen. Nicht gut, er ist ja jetzt schon wieder hier. Er muss direkt vor mir sein, der Megalodon. Ist aber auch wieder aufregend. Oh, unser GPS hilft schon ein bisschen. Oder prickt ihn gerade noch einer an? Den würde ich jetzt erstmal kurz übernehmen lassen. Weil der wird wahrscheinlich ausgeschaltet sein. Jo. Schon wieder ein Bullenhai. Ein zu viel. Ja. Aber alles gut. Der Bullenhai? So, Megalodon. Bist du auf dem Weg zu ihm? Noch auf dem Weg. Ich habe noch einen Bullenhai. Über 200 Schuss. Ja, soll es jetzt hier im Live so sein, dass wir den schaffen? Ja, ich bin noch drin. Ich muss mich aber erst wieder auffallen jetzt. Ja, drin? Ich. Dran. Ich muss hier erstmal an diesem ganzen. Ja, ich auch. Er ist natürlich jetzt wieder alle weg hier. Der war vor mir. Jetzt ist er schon wieder abgehauen. Oh, hier schon wieder ein Hai. Wasser. Was ist denn hier? Ist hier die Heizzone oder was? Ja. Was ist, Alter? Ist der bei den Ruinen oben? Man kriegt ja zu viel, ey. Er wurde wieder. Gesundheitsmäßig. So, jetzt aber schnell nach oben, ey. Nee. Nicht, dass wir uns gleich selbst über den Haufen schießen. Ich muss hier auch gleich aufschwimmen. Alter, der macht gut was weg, ey. Muss echt hinterher. Ja. Bin gerade hier an so einer Mauer. So einer Müllmauer. Muss da erstmal noch kurz anhalten, Luft nehmen. Ich brauche noch ein Tickchen. Ich bin schon bei den Ruinen. Ich weiß gar nicht, ob der Megalodon ein Versteck hat. Aber ja, so ein paar Höhlen und so haben wir schon entdeckt und ein paar versteckte Bunker. Oh, bitte schwimm weiter. Ich kann nicht nochmal riskieren. Er schwimmt weg. Alter, jetzt ist er hier der Gejagte oder was? Er haut ab. Das kommt, passe ich hier nicht durch. Ich krieg ein zu viel. Alter. Ja, es ist scheiße. Du kommst gar nicht 3 Meter weit, ey. Und da vorne ist ein Taucher. Bist du das ganz oben? Nee. Bist du nicht. Ich bin an so einem Bunker jetzt. Musst du nochmal bei den Ruinen abtauchen, ey. Und zu gucken, ob ich noch ein paar Medikits und ein paar bisschen Medigas kriege, ey. Ich gehe jetzt erst nochmal in so einen Bunker rein. 5 Minuten, ey. Oh, gibt natürlich auch nichts mehr, ey. Wo ist er denn schon wieder? Ein Medigas würde helfen. So. Alter, vor wie weit ist er denn? Er ist schon fast am Hafen Reynolds wieder. Rumlümmeln. Was ist denn mit ihm, ey? Ich seh ihn. Ich hab auch einen guten Schuss. Gib ihm Saures. Stand. Ich würde es gerne miterleben, aber egal. Hauptsache, ich höre dich schießen. Das Schlimme ist, ich habe nur noch 50 Schuss. Habe ich gar nicht mehr. Ich musste mich überall durchschießen. Ja, dann Alter, was ist dann schon der schnell. Aber auch verdammt schnell. Ah, ich sehe dich, das bist du wahrscheinlich, ne?
Ja, ich bin links neben dir. Ja, ich bin schwimme auf so eine Kuppe zu. Wie viel Oh, Schuss er hast du noch? dreht da. Zweihundert. Alter, gleich Armband. Ja! Ich habe ihn sogar offiziell gekillt. Geil! Ja! Wir haben ihn gekriegt! Geil! Das ist Sehr geil! Wo Im bist du? Livestream. Wo Hilf denn? mir. Wo? Der Hai. Wo? Der Weiße hat mich gekillt. Ja, ich sehe dich nicht. Ich kann nichts machen. Der Komplett tot? Weiße hat Aus? mich Komplett gekillt. raus? Oh nein. Ich bin komplett tot. Nummer 1 ist der weiße Hai. Achso, ja, der hat dich Oh. getötet. Anscheinend, der hat das gekillt. Ich habe hier eine große Harpune und Harpunen habe ich gekriegt, aber was bist du nicht? Ich sehe ja nicht mal deinen Leichensack. Ja. Das Spiel geht weiter. Nee, Ja, nee, geht das hast du mir nicht eigentlich noch erzählt, dann weiter, bist du das Spiel, oder Erster? was ist das Jetzt bin ich genau? Erster. Ja, Nee, aus ist es auf jeden Fall eigentlich nicht. ist man denn Erster und das Spiel ist aus. Wenn da ich noch weiterspiele? Nein. Danke, du kannst aber noch. Ja, herzliche Glückwünsche. Eigentlich sollte das Spiel aus sein und du solltest irgendeine Krone oder so kriegen. Und du kannst dir deinen Ja, stimmt, den müsste ich jetzt Tauchpot eigentlich kriegen. deinen Pot-Token Ich habe nur freischalten. keine Munition mehr, ich habe nur noch die Harpune zur Zeit. Du kannst aber noch wieder einsteigen, ne? Okay, Ja, dann. ich fahre auch gerade auf dem Schiff. Aber ich bin ja unten Ah, gestrandet. nein! Jetzt hat mich einer Ja, getötet. Megalodon. Ja, jetzt bist du Ja, er auch hat mich dran. erwischt, verdammt. Jetzt bist du auch weg. Aber trotzdem gab es nur Oh, 5000 Punkte. schade. Naja, was heißt nur, ne? Megalodon gab 5000 Punkte. Oh, Sehr heiß. nice, sehr nice. Ja, geschafft den Megalodon. Finde ich richtig gut. Muss ich gleich nochmal die Titelbeschreibung ändern? reinschreiben Megalodon-Kill. Ah, very good, very good. So, dann lass uns nochmal schnell wieder Wiedereinstieg und bring nochmal die Runde zu Ende. Ja. Ja, wo bist du schon weggeschossen? Ja, wo wollen wir noch hin? Im Battle Nee, Royale geht noch gleich hin. los, dann machen wir die Runde noch komplett zu Ende und dann. Ja. Ja, lass uns nochmal da zum östlichen Zum Vorposten hin. östlichen Vorposten. Ja. Ja, dann müssen wir jetzt raus, ne? Bin ich mal gespannt, ob ich gleich die Tauchkapsel nehmen darf, wenn wir raus sind. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Ha, Geil. ich habe den Ich war letzten so Schuss froh, dass draufgesetzt, ja. die hat den Erfolg. Aber ich finde So es sieht's gut. aus. Wir haben auf jeden Fall gekillt gekriegt. Und jetzt hier Battle Royale mit, ja, wo müssen wir überhaupt hin? Der Ah, Schlund, okay. wir müssen oben Ah, hier hoch. kommt ein Felsen vor mir. Ja, das zum Schluss, Ja, ey. da war das Also wissen wir hier Adrenalin, ne? Bescheid jetzt auch offiziell, die UMP, die Ska ist, Ska ist die UMP ist richtig gut. Also die Gründe sowieso. Richtig gut. Ich glaube Aber ja, da waren wir ja hast zuerst. du nicht leer gelootet? Oder wollen wir jetzt Ja, einen können wir hin? machen. Rechts Ich hoch, weiß zwar nicht, wo du Schiff gerade hoch, bist, weil ich frei. dich verloren habe, aber. Warte, ich sehe den Vorposten. Nee, ich sehe gerade gar nichts, außer deine Dieses alte Tankfeld? Lootkapsel, die hängt hier noch rum. Hi, Ja, Hi. das bin ich. Ah, da bist du, ich sehe dich. Sitzt du da vorne Ich an sehe so einer dich. Ja, dann, Pipeline? wo müssen wir jetzt hin? Rede ich und da oben. Zum Schussunfall. Ja, dann müssen wir. Ja, da sind die Kapseln. Hier lang. Gut. Ja, danke, Kelvin, für die Glückwünsche, dass wir den Megalodon geschafft haben. Ja, ich bin mal gespannt, ob es gleich was gibt oder nicht, oder irgendwas dergleichen. Ob das irgendwo rumsteht, wenn wir hier aus dem Spiel raus sind. Vom Server runter sind. Achievements gibt es ja generell nicht.
cool wäre ja schon, wenn die Tauchkapsel freigeschaltet wäre. Das wäre ja wirklich mal was, wenn das funktioniert. Ja. Ja, definitiv. Und wäre schon ein großer Vorteil, ne? So, ich hoffe, uns schießt jetzt keiner, weil wir haben ja nichts dabei. Da ist ein Taucher. Ja, aber im Moment sieht er gar nichts, also von daher können wir uns... Dann lass uns den holen. Der merkt doch gar nicht, dass wir hinter ihm sind. Jetzt merkt das. Oh, er hat nein, er hat mich auch. Nein. Ja, ohne Pistole war natürlich... Ja. War ein bisschen schwierig. Na gut. Sein. Ja, aber richtig. Die Runde war leider. Wir haben ja den Mega drin gekillt. Zum Abschluss noch was richtig Gutes. Jetzt gucken wir mal, ob wir den. Gleich mit den Monitor von Smitty Schipper hören. Also warte mal, es gab hier auf jeden Fall auf Jagd große Beute, gab nur 2000 Muscheln für diese Aufbelohnung, ne? Finde ich ja schon ein bisschen arg. Ja, ich habe ja Aufgabe abgeschlossen, Jagd auf große Beute, töte den Megalodon, aber dafür nur 2000 Muscheln ist ein bisschen wenig. Und halt, weil für das gleiche habe ich gekriegt für belebe drei verschiedene Taucher wieder. Ja, gut. Hol dir 30 mal Beute von den Haien. Ja, das kriegt man, glaube ich, hin. Gut, im Store eigentlich müsste ich jetzt... Oh, das habe ich jetzt schon mal in 44.000. Er ist hier nicht mehr. Ja, ich habe ihn. Ausrüstung. Da ist er, Roboter. Der Roboter. Da liegt er in der Ecke. Lass uns noch mal ganz kurz auf einen Server gehen. und ich... Genau, damit ganz ich genau, das war mein Plan. Das machen wir noch ganz kurz. Ja gut, dann komm, so sagen wir Spiel suchen. Nein, ich will nur mal selber sehen, wie er aussieht. Damit er angehen kann mit seinem Roboter. Wahrscheinlich schießt er dich doppelt so weit als so eine normale olle Kapsel. Ja, oder so ein eine goldene Waffe als Dauerbelohnung wäre natürlich auch cool. So, ich schieße mich einfach mal raus, weil ist ja eh wurscht, ne? Achso. Ja, ja, genau. Ja, warte. Bist du da? Hammer High ist 19. Ja, einfach jetzt bist du da? Gut, dann. Wann? Jetzt? Ja. Ja, ich bin tiefer. Gleich. Bin eine Alter. Also. Hier. Warte. Achso. Ja, ja, ich bin hinter dir. Warte, jetzt gleich, ja, gleich. Wuhuhu. Nice. Siehst aus wie so einer von... Ja, mal gucken, wer länger fliegt, ob ich... Nee, länger fliege ich nicht. Aber er zerschellt nicht. Aber du fliegst länger. Ein bisschen. Dafür zerschelle ich nicht am Boden, sondern ich bleib halt da auf der Höhe, wo ich bin. Oh, ich sehe gar nichts mehr, meiner ist weggespawnt. Na gut, das war ja der kleine Test nochmal. Dann gehen wir wieder raus. Ja, dann sag ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen, der Livestream von uns. Dann nehmen wir dich gerne ein Däumchen nach oben. Richtig? Ja, diesmal ein Livestream. So sieht's aus. Lasst ein Abo da, wenn ihr nochmal später reinguckt und euch das Ganze gleich nochmal anguckt. Ne, nehmen wir natürlich auch gerne. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Richtig? Ja, vielen Dank an die ganzen Zuschauer, die richtig, Bock richtig, hatten, die dann beim. Ja, mal auf Heiljagd zu gehen. Und mal zu sehen, so dass aus. Es doch geht, den Megalodon zu killen. Und wie gesagt, schaut ruhig mal bei uns vorbei. Euch erwarten immer wieder neue Projekte von uns. Wir haben noch so einiges aus. Aktuell läuft ja gerade, wie gesagt, Atlas noch ein bisschen. Es läuft, Last Tide läuft bei uns auch noch ein bisschen. Und Far Cry New Dawn. Und da kommen demnächst neue Sachen dazu. Also immer schön abonnieren, dann verpasst da nichts. So sieht's aus. Und für Anregungen sind wir immer gerne dankbar. Also, euch noch einen schönen Abend. Noch was?
Ja, aber Aula, die wir gehen jetzt auch mit Piste, dem ne? Sieg in der Tasche. Ich meine, bitte. Was, komm, ach, weißt du was? Wir haben mit einem Witz gestartet, dann hau noch mal einen raus zum Abschied. Komm, ein Abschlusswitz. Du hast jetzt einen Abschluss. Du besorgst jetzt einen Abschlusswitz. Ich habe keinen Abschlusswitz. Tut mir leid. Es gibt keinen Abschlusswitz. Na gut, dann reichen wir den nach. Dann würde ich sagen, bis dann. Also, bis dann. Ciao.